Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, unsere Hochschule wurde vorgestern vor 25 Jahren gegründet. Die heutige Festveranstaltung ist Auftakt und ein erster großer Höhepunkt einer Reihe von Veranstaltungen in diesem Jahr, die unsere Hochschule begeht mit Hochschulangehörigen, Absolventen sowie unseren zahlreichen Kooperationspartnern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft, um das Erreichte zu resümieren, zukünftige Themen und Anforderungen zu diskutieren oder einfach auch mal um zu feiern. Liebe Festgäste, ich freue mich, dass Sie zu diesem Anlass so zahlreich den Weg nach Merseburg gefunden haben und begrüße als erstes ganz herzlich, und da freue ich mich auch riesig drüber, die Bundesministerin für Bildung und Forschung der Bundesrepublik Deutschland und erste gewählte Rektorin unserer Hochschule, Frau Prof. Dr. Johanna Wanka. Liebe Frau Wanka, ich freue mich außerordentlich, Sie heute in Begleitung Ihres Ehegatten hier an Ihrer Hochschule begrüßen zu können. Auch der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Herr Dr. Rainer Haseloff, hat es sich nicht nehmen lassen, heute zu uns nach Merseburg zu kommen. Ich freue mich riesig, dass Sie da sind, Herr Ministerpräsident, und dass Sie auch ein Grußwort an uns richten werden. Vielen, vielen Dank. Begleitet wird unser Ministerpräsident von weiteren Mitgliedern aus dem Kabinett, und ich begrüße ihn weiterhin ganz herzlich, den Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, Herrn Prof. Dr. Armin Willingmann, und den Staatssekretär, Herr Dr. Jürgen Ude. Lieber Armin, lieber Jürgen, ich freue mich auch sehr, dass ihr da seid. Zahlreiche Vertreter von sowohl Bundes- als auch Landtag sind unserer Einladung gefolgt. Bitte begrüßen Sie mit mir gemeinsam die Abgeordneten des Bundestages, Frau Uda Heller, Frau Dr. Petra Sitte, Herrn Roland Klaus, Herrn Dr. Karamba Diaby und Herrn Dieter Stier. Sowie die Abgeordneten des Landtages von Sachsen-Anhalt, Frau Katrin Budde, Frau Eva Feusner, Frau Dr. Katja Pehle, Frau Dr. Verena Späte, Herrn Hendrik Lange, Herrn Willi Mittelstädt sowie Herrn Sebastian Striegel. Schön, dass Sie da sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Hochschule ist vor allem eine Hochschule in und für unsere Region. Und deswegen freut es mich auch außerordentlich, dass die führenden Vertreter aus unserer Region hier sind. Ich freue mich besonders, den Oberbürgermeister unserer schönen Dom- und Hochschulstadt und Mitglied des Kuratoriums unserer Hochschule, Herrn Jens Bühligen, sowie den Landrat des Saalekreises, Herrn Frank Bannert, hier begrüßen zu können. Seien Sie herzlich willkommen. Des Weiteren begrüße ich weitere Bürgermeister aus unserer Region sowie die zahlreich erschienenen Vertreter des Stadtrates von Merseburg und des Kreistages des Saalekreises. Von den Gästen aus der Wissenschaft ist es mir eine besondere Freude, als allererstes den Gründungsrektor unserer Hochschule, Herrn Prof. Dr. Lothar Teschke, begrüßen zu können. Lieber Herr Teschke, schön, dass Sie da sind. Mit ihm, Frau Professor Wanka und meiner Wenigkeit, wären fast alle ehemaligen und jetzigen Rektorinnen und Rektoren unserer Hochschule hier präsent. Aber leider nur fast. Herr Professor Dr. Zwanziger musste leider aus gesundheitlichen Gründen absagen. Lieber Heinz, ich hoffe aber, dass du es geschafft hast und uns jetzt zusehen kannst. Und ich möchte dir, ich schaue euch mal in die Kamera, damit ihr mich auch seht, und ich möchte dir, und ich denke, ich spreche im Namen aller Anwesenden, weiterhin gute Besserung wünschen und viel Kraft, damit es dir gelingt, deine Krankheit zu besiegen. Lieber Heinz, wir sind heute auch in Gedanken bei dir. Liebe Frau Wanka, lieber Herr Teschke, neben vielen anderen Verdiensten, die Sie sich im Namen unserer Hochschule erworben haben, möchte ich Ihnen auch aus persönlichen Gründen beiden danken. Denn Sie beide haben meinen persönlichen Lebensweg auch sehr geprägt.
Herr Teschke, Sie haben gleich in den ersten Tagen, als ich am 1. März 1993 im Alter von 35 Jahren an diese Hochschule kam, zu mir gesagt: Herr Kürbs, ich habe in Ihrer Vita gelesen, dass Sie sich bisher in Ihrer bisherigen Tätigkeit sehr um die Forschung gekümmert haben. Sie sind ab sofort der Forschungsbeauftragte meines Gründungsrektorates. Und Frau Wanka, als knapp drei Jahre später, als Sie 1994 als erste gewählte Rektorin unserer Hochschule Ihre Arbeit angetreten haben und dann 1996, als Sie einen Vertreter für den damals schwer erkrankten und leider viel zu früh verstorbenen Professor Speicher gesucht haben, haben Sie sich daran erinnert, dass Herr Teschke mich damals schon mal als Forschungsbeauftragten geholt hat. Und Sie haben mich mit der kommissarischen Vertretung von Herrn Speicher beauftragt. Und als ich das vielleicht doch nicht so schlecht gemacht habe, anschließend auch in Ihrer zweiten Amtsperiode dann mit der Nominierung, mich als Prorektor für Forschung, damals noch für Forschung, später dann Forschung, Wissenstransfer und Existenzgründer beauftragt und wählen lassen. Daraus sind dann 15 Jahre als Prorektor geworden, 5 Jahre als Rektor und jetzt wahrscheinlich nochmal 5 Jahre als Rektor. Also vielen, vielen Dank auch Ihnen beiden. Das liefert mir auch gleich das Stichwort, um unsere nächsten lieben Gäste zu begrüßen, nämlich meine Kolleginnen und Kollegen aus der Landesrektorenkonferenz. Und ich begrüße ganz herzlich den Präsidenten der Landesrektorenkonferenz und Rektor der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Herrn Prof. Dr. Udo Streter. Herzlich willkommen. Die LAK-Vizepräsidentin und Rektorin der Hochschule Magdeburg-Stendal, Frau Prof. Dr. Anne Lecky. Den Rektor der Hochschule Harz, Herrn Volker Roland, Herrn Prof. Dr. Volker Roland. Den Rektor der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Herrn Prof. Dieter Hoffmann. Den nächsten Gast suche ich. Ich glaube, der Herr Knöppler von der Hochschule der Polizei ist leider nicht da. Und ich begrüße weiterhin die Prorektorin, Frau Prof. Dr. Franziska Schäffler von der Otto-von-Guericke-Universität und den Vizepräsidenten der Hochschule Anhalt, Herrn Prof. Dr. Jürgen Hans-Jürgen Kafta, die beide auch in Merseburg studiert haben. Jetzt wollte ich noch den ehemaligen Kollegen aus der LAK und langjährigen Präsidenten der Hochschule Anhalt begrüßen, aber Herr Ozessig ist, glaube ich, nicht mitgekommen. Und ebenfalls die Rektorin der Ernst-AB-Hochschule in Jena, Frau Kollegin Gabriele Beibs, ist, glaube ich, nicht da. Nein, schade, sie hatten sich auch angekündigt. Aber ich begrüße noch jemand aus der Wissenschaft, der den weitesten Weg auf sich genommen hat. Und wir haben ca. 60 Hochschulen weltweit, mit denen wir kooperieren, aus ca. 30 Ländern. Und ich begrüße stellvertretend für unsere vielen Kooperationspartner, begrüße ich den Prorektor der Kasan National Research Technological University, Alexander Michailowitsch Kachnjov. Dobro pozdravljavac, Aleksandar Mihajlović, na našem univerzitetu. Ja očin rad, što voj prišli k našemu jubileju v Merseburg. Zahlreiche Vertreter unserer Kooperationspartner aus der Wirtschaft und Gesellschaft und aus unseren Partnerschulen sind heute anwesend. Ich möchte hier und heute die Gelegenheit nutzen, um uns für die fruchtbringende Zusammenarbeit und die fruchtbringende Partnerschaft in den letzten Jahren zu bedanken, sei es bei den zahlreichen Unterstützern für ein Deutschlandstipendium. Wir konnten dieses Jahr oder im Ende letzten Jahres immerhin 29 Stipendien vergeben. Und ich habe letzte Woche, wahrscheinlich weil es Jubiläum bevorsteht, noch 5 weitere Zusagen erhalten. Dafür erstmal vielen, vielen Dank. Sei es für die Unterstützung in zahlreichen anderen Projekten. Ich möchte nur erinnern, wir haben unter anderem 3 Stiftungsprofessuren an unserer Hochschule. Zahlreiche Projekte der angewandten Forschung und des Wissenstransfers, der Weiterbildung und. Stellvertretend für alle möchte ich hier persönlich den Geschäftsführer der Infra-Leuna GmbH und Vorsitzenden des Kuratoriums der Hochschule Merseburg, Herrn Dr. Christoph Günther, begrüßen. Herr Günther, schön, dass Sie da sind.
Ebenfalls als weiteres Mitglied unseres Kuratoriums Frau Prof. Dr. Marianne Assenmacher. Frau Assenmacher, schön, dass Sie da sind. Und den Vorsitzenden unseres Förderkreises, Herrn Steinbach. Schönen guten Tag, Herr Steinbach. Für die zahlreich erschienenen Vertreter von Kammern und Verbänden möchte ich ganz herzlich die Präsidentin der IHK Halle-Dessau, Frau Carola Schaar, hier begrüßen und den Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Halle, Herrn Dr. Neumann. Gesehen habe ich Sie schon. Aus den mit uns kooperierenden Unternehmen und Einrichtungen begrüße ich stellvertretend die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Halle, Frau Dr. Petra Bratzke, den Vorstandsvorsitzenden der Saale-Sparkasse, Herrn Dr. Jürgen Fox, den Geschäftsführer der Totalraffinerie Mitteldeutschland, Herrn Dr. Willi Franz, und den Absolventen unserer Hochschule und Mitglied der Geschäftsleitung der Stadtwerke Halle, Herrn René Walter, sowie den Geschäftsführung der Stadtwerke Merseburg, Herrn Guido Langer, den Arbeitsdirektor und Mitglied der Geschäftsführung der MIBAG, Herrn Heinz Junge, den Vorstand Personal der Envia Mitteldeutschland Energie AG, Herrn Hiltenkamp, und als Vertreter der KMU, mit dem wir besonders viel kooperieren, begrüße ich unsere langjährigen Kooperationspartner, Herrn Dr. Koppe von der MOL Katalysatortechnik GmbH sowie die Herrn Dr. Santer Thorst Meyer und Herrn Münch von der Sonotec. Von den 17 Partnerschulen unserer Hochschule aus unserem Partnerschulprogramm begrüße ich stellvertretend Herrn Dr. Ruppe von den Betriebsberufsschulen im Burgenlandkreis. Ich erinnere nur daran, dass wir heute unter anderem auch 50 Schüler von dieser Einrichtung zu einem Hochschulorientierungspraktikum bei uns an der Hochschule. Also nicht, wir arbeiten auch an Feiertagen, will ich damit nur sagen. Und begrüße auch recht herzlich Herrn Dr. Heinecke, Direktor des Domgymnasiums Naumburg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, viele engagierte Kolleginnen und Kollegen haben die Arbeit an unserer Hochschule geprägt. Und der Platz dieses Hörsaals reicht gar nicht aus, um alle Ehemaligen einzuladen, die das Gesicht unserer Hochschule mitgeprägt haben. Deswegen kann ich hier nur einige namentlich erwähnen und möchte mich aber ausdrücklich auch bei allen anderen bedanken. Ich freue mich, dass vom Gründungsrektorat und den 6 Fachbereichen bei Gründung unserer Hochschule neben unserem Gründungsrektor Herrn Techke 3 Gründungsdekane und der Gründungskanzler anwesend sind, und begrüße den Gründungskanzler und langjährigen Kanzler unserer Hochschule, Herrn Dr. Bernd Jansson, den Gründungsdekan. Den Gründungsdekan des Fachbereichs Elektrotechnik, Herrn Prof. Dr. Volkmar Seidel, den Gründungsdekan des Fachbereichs Maschinenbau, Herrn Prof. Dr. Wilfried Witzel, und den Gründungsdekan des Fachbereichs Mathematik, Physik, Informatik und das langjährige Vorstandsmitglied unseres Freundeskreises, Herrn Prof. Dr. Ottfried Lange, sowie die ehemaligen Vorsitzenden des Konzils unserer Hochschule, Frau Prof. Dr. Heide Dietzel und Herr Prof. Dr. Imfried Hacker. Seien Sie herzlich willkommen. Liebe Frau Morsche, ich freue mich, dass Sie als langjährige Betreuungsreferentin des Ministeriums, damals noch Kultusministeriums, hier auch heute bei uns sind. Schön, dass Sie da sind. Jetzt komme ich zu denen, die aktuell die Grundlage für die erfolgreiche Arbeit unserer Hochschule legen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende unserer Hochschule, seien Sie herzlich gegrüßt zu unserer heutigen Jubiläumsfeier, sowohl im Hörsaal 2 als auch diejenigen, die leider nicht mehr Platz hier gefunden haben, die uns im Hörsaal 4 zuhören. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich heute erschienen sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben 25 Jahre erfolgreicher Arbeit hinter uns, die vielleicht noch erfolgreicher hätte sein können, wenn sie nicht ab und zu durch Störfeuer von außen beeinträchtigt worden wäre. Als unsere Hochschule vor nunmehr 25 Jahren gegründet wurde, wurde sie neu gegründet. Ich glaube, Herr Techke und Frau Wanka wissen das am besten, auch Herr Dr. Jansson, in dem Bewusstsein und auf entsprechende Empfehlung des Wissenschaftsrates der Bundesrepublik, sich nicht nur den traditionell am Standort beheimateten Wissenschaftsdisziplinen Chemie, Verfahrenstechnik und Kunststofftechnik zu widmen, sondern entsprechend dem Bedarf der Region ebenfalls die Fachgebiete Wirtschaftswissenschaften und Sozialwissenschaften, später dann ergänzt um Kultur- und Medienwissenschaften, zu besetzen. Deswegen gab es zur Gründung unserer Hochschule die 6 Fachbereiche
Mathematik, Physik, Informatik, Chemie- und Umweltingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik, Wirtschaftswissenschaften und Sozialwesen. Wir starteten 1992 mit 233 Studierenden in 10 Diplomstudiengängen dieser 6 Fachbereiche. Seitdem hat sich einiges getan. 1993, die Hochschule war gerade hier ein Jahr alt, gab es das erste Störfeuer von der damaligen zweiten Reihe aus dem Ministerium, die die Mathematik und den Maschinenbau aufs Korn genommen hatten und auch eine Beschneidung des Fachbereiches Chemie und Umweltingenieurwesen vornehmen wollten. Dank unseres Gründungsrektors, Herrn Professor Teschke, Herr Teschke, vielen, vielen Dank dafür, sowie des damaligen Ministers, Herr Professor Frick, ist dies aber weitestgehend verhindert worden. Sieht man mal davon ab, dass die angewandte Mathematik als Studiengang verschwunden ist, was auch zu einer Umbenennung und Umprofilierung des damaligen Fachbereichs Mathematik, Physik und Informatik beigetragen hat. Das zweite Störfeuer kam 2003 mit der ersten Hochschulstrukturreform in unserem Bundesland, die wohl besser erste Sparreform geheißen hätte, denn im Ergebnis dessen wurden 10% der Mittel, die im Landeshaushalt für die Hochschulen ausgegeben wurden, eingespart. Ich stelle damit nicht in Zweifel, dass gerade in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt, das nicht zu den Reicheren zählt, wie wir wissen, effektiv beim Einsatz der Mittel geboten ist. Das sehe ich völlig ein. Aber die Art und Weise, wie diese damalige Strukturreform angegangen wurde, war aus meiner Sicht, und ich denke nicht nur aus meiner Sicht, mehr als zweifelhaft. Bei uns standen 2003 mal wieder die Ingenieurwissenschaften, diesmal Maschinenbau und Elektrotechnik, zur Disposition. Zu unserem Glück hatten wir damals parallel auch die Evaluierung durch den Wissenschaftsrat wegen der beabsichtigten Generalsanierung im Haus, die dann auch von 2006 bis 2010 stattfand, die Generalsanierung. Da der Wissenschaftsrat unsere Position von der Wichtigkeit der Ingenieurdisziplinen Maschinen- und Elektrotechnik für die Hochschule und für die Region stützte, konnten wir das Schlimmste verhindern. Ich werde mich immer an den Grünen Donnerstag 2004 erinnern, als das entscheidende Abschlussgespräch des Wissenschaftsrates in Köln war es damals, glaube ich, stattfand, wo wir damals als komplettes Rektorat hinfuhren, gemeinsam mit Vertretern unseres Kultusministeriums, mit dem Ergebnis, dass die Generalsanierung unseres Campus in trockenen Tüchern war und auch der Maschinenbau und die Elektrotechnik in Merseburg als Wissenschaftsdisziplin erhalten blieben. Ich möchte die Mitglieder der Landesregierung nur darauf aufmerksam machen, wie wichtig es war, dass sich damals unsere Hochschule gegen die Position der Landesregierung durchgesetzt hat oder unseres Ministeriums durchgesetzt hat. Sonst hätten wir heute nach der Abwicklung der Ingenieurwissenschaften an der Martin-Luther-Universität in Halle keine Ingenieursausbildung mehr in unserer traditionsreichen Industrieregion im Süden Sachsen-Anhalts. Und ich denke, der Oberbürgermeister und der Landrat, die können bestätigen, das wäre eine Tragödie. Liebe Anwesende, viele von Ihnen, darunter auch unser Minister, damals noch in anderer Funktion, werden sich erinnern, dass ich anlässlich meiner ersten Investitur im Jahre 2012, so lange will ich nicht mehr im Amt bleiben, 2012 davor warnte, die unsägliche Tradition der Jahre mit einer 3 am Ende, Sie erinnern sich, 1993, 2003, mit einer 3 am Ende fortzusetzen. Aber nein, auch im Jahr 2013 gab es wieder einmal eine diesmal ziemlich scharfe Attacke gegen alle Hochschulen des Landes, aber auch speziell gegen unsere Hochschule. Dieses Mal waren es nicht die Ingenieurwissenschaften, sondern die anderen beiden fachlichen Säulen, nämlich die Wirtschaftswissenschaften und die soziale Arbeit, Medien und Kultur, die zur Disposition standen. Die Ingenieurwissenschaften sollten als Standort einer Außenstelle einer anderen Hochschule in Merseburg erhalten bleiben, so stand es in einem Papier, von deren Existenz hinterher niemand mehr etwas wissen wollte. Letztendlich konnte auch dies abgewendet werden, mit dem legendären Bernburger Frieden zwischen Ihnen, Herr Ministerpräsident, und den Rektoren der Hochschulen fand dieses in meinen Augen traurige Kapitel fast noch ein Happy End. Letztendlich hat es aber beiden Seiten geschadet, dem Image der Landesregierung und uns als Hochschulen. Dank dem engagierten Einsatz aller Kolleginnen und Kollegen an allen Hochschulen dieses Landes ist es aber gelungen, größeren Schaden zu verhindern. Wir konnten die Studienanfängerzahlen nicht nur auf hohem Niveau kompensieren, sondern teilweise sogar noch steigern.
Dafür auch meinen Kolleginnen und Kollegen an unserer Hochschule meinen allerherzlichsten Dank, dass sie es trotz der durch die Einsparpläne hervorgerufene Verunsicherung, dass sie sich trotzdem so toll hier engagiert haben. Vielen, vielen Dank nochmal, meine Kolleginnen und Kollegen. Wie so vieles im Leben hat alles seine zwei Seiten. Getreu dem Motto, was uns nicht umhaut, macht uns nur stärker, hat sich unsere Hochschule in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Die Studienanfängerzahlen haben wir von ca. 2.500 bis 2.600 im Jahr 2011 auf knapp über 3.000 in den letzten zwei Jahren gesteigert. Die Drittmittelbilanz weist ebenfalls eine deutliche Aufwärtsentwicklung in den letzten Jahren auf. Wir sind international sehr gut aufgestellt, haben mehrere englischsprachige Studiengänge und englischsprachige Lehrangebote und wir haben im letzten Jahr so viele internationale Studenten immatrikuliert wie noch nie in unserer 25-jährigen Geschichte. Ich könnte noch mehrere andere Fakten hier aufzählen, aber die Zeit erlaubt es mir nicht. Die 145 Professuren, die für die Hochschule Merseburg für die zweite Ausbaustufe mal vorgesehen war, haben wir nie erreicht. Wir sind bei knapp über der Hälfte, die 2600 Studierenden schon. Wir haben uns auch strukturell verändert und sind heute mit unseren drei Fachbereichen Ingenieur- und Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Informationswissenschaften und soziale Arbeit, Medien und Kultur hervorragend aufgestellt, zukunftsorientiert aufgestellt und können effizient arbeiten. In unserem Hochschulentwicklungsplan in der Präambel heißt es, die Hochschule Merseburg orientiert sich in Studium und Lehre, Forschung und Wissenstransfer sowie in der Weiterbildung am Bedarf unserer traditionsreichen Industrie- und Kulturregion im Süden Sachsen-Anhalts. Dass dies nicht nur eine hohle Phrase ist, beweist folgende Tatsache. Etwa zur gleichen Zeit, als wir im Lande über Einsparungen an den Hochschulen diskutiert haben, gab es eine beachtenswerte deutschlandweite Studie zum Thema, wie passfähig sind die Hochschule für angewandte Wissenschaften Deutschlands gemessen am regionalen Bedarf. Im Ergebnis dieser Studie gehört unsere Hochschule deutschlandweit zu den 10 führenden und ist die zweitbeste in Ostdeutschland, was die Passfähigkeit unserer Angebote zum Bedarf der Region anbelangt. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich schaue jetzt nicht mehr nach hinten, sondern nach vorn. Ich bin optimistisch, dass die von Ihnen geführte Landesregierung gute Rahmenbedingungen für die Zukunft der Hochschulen garantiert. Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist mit der Erhöhung der Grundfinanzierung durch die Verwendung der BAföG-Mittel gemacht. Die nächsten Schritte sollten sein, die vollständige Übernahme der Tarifteilung durch das Land, das ist uns schon avisiert, sowie ein flexibler Stellenplan, den wir benötigen, um noch besser und flexibler auf die Anforderungen aus Wirtschaft und Gesellschaft, ich nenne hier nur das Stichpunkt Industrie 4.0, reagieren zu können. Und durch die Budgetierung ist ja garantiert, dass dadurch die Mittelzuweisung auf dem Landeshaushalt nicht überschritten wird. Lieber Herr Dr. Haseloff, für Ihre und meine jetzige Legislaturperiode ist mir nicht bange. Zum einen, weil wir aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt haben. Zum Weiteren, weil wir inzwischen mit Professor Dr. Armin Willingmann einen sowohl erfahrenen als auch äußerst kompetenten Minister haben. Und zum Dritten, weil wir in der nächsten Legislaturperiode keine Jahreszahl mit einer 3 am Ende haben. Dies sage ich jetzt mit einem leichten Augenzwinkern, meine es aber durchaus ernst. Deswegen sollten wir gemeinsam alles tun, damit im Jahr 2023 gar nicht erst wieder jemand auf die Idee kommen könnte, irgendeine Attacke gegen die Hochschule Merseburg zu reiten. Denn unsere Region braucht unsere Hochschule mit allen ihren drei wissenschaftlichen Säulen, wie wir die Luft zum Atmen. Dankeschön. Sehr verehrte Frau Bundesministerin, liebe Johanna Wanka, sehr geehrter Herr Wanka, sehr geehrter Professor Kirps als Rektor dieser stolzen Hochschule, sehr geehrter Herr Landrat, der Oberbürgermeister, verehrte Bundestags- und Landtagsabgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, wenn der Ministerpräsident, der Wirtschafts- und Wissenschafts- und Digitalisierungsminister, einschließlich der Wirtschaftsstaatssekretär, hier zu Ihrem Geburtstag anreisen und mit Ihnen gemeinsam feiern wollen, dann ist das, denke ich mal, genau das Zeichen, was Sie erwarten von der Landesregierung. Sie haben recht, wir haben keine 3
innerhalb dieser zumindest verfassungsmäßig möglichen Legislaturperiode noch zu erwarten. An der letzten Stelle der vier Ziffern, die unsere Jahreszahlen jeweils ausmachen. Und wir wollen wirklich nach vorne sehen. Trotzdem, Sie haben ja schon alle einzeln begrüßt und damit also auch immer eine Lebensgeschichte und auch eine Geschichte dieser Hochschule mit partiell aufgerufen, war es natürlich auch nicht von ungefähr, dass wir nach einem Prozess, der vor 25 Jahren nochmal mit einem Neustart hier begonnen hat und wo wir ja wissen, dass es da eine Geschichte davor gegeben hat, die durchaus über viele, viele Jahrzehnte Regionen, Menschen, aber auch, sagen wir mal, diejenigen, die hier das Studium gesucht haben in der ehemaligen DDR, durchaus in eine nicht, sagen wir mal, so erwartbare Zukunft hineingegeben hat, dass wir all das, was wir in den 25 Jahren dann erlebt haben, schon hätte sauber vorausgesagt werden können. Alleine die Zeit, die sicherlich Johanna Wanka noch hier in ihrer Festrede aufruft, zeigt auch in den 90er Jahren, dass es ein nicht einfacher Start gewesen ist, generell in den neuen Ländern und auch generell verbunden mit einem völlig anderen Hochschulsystem, dem wir uns aber offensiv gestellt haben. Wir haben das auch als Chance gesehen und sind heute froh, dass wir über die Klippen der Anfänge jetzt doch, denke ich, deutlich hinweggekommen sind. Ich will das nur anreißen, weil die Hauptreden nicht von mir heute zu halten sind, ist auch gut so, sondern weil ich zumindest klar sagen möchte, Sie können sich auf uns verlassen, wenn wir eine klare Planung, eine klare Zielvereinbarung auch haben, wenn wir auch ganz klar die Budgets vereinbart haben und wenn wir auf der Basis dann des entstandenen Bernburger Friedens eine gesicherte Zukunft, zumindest bis zum Jahre, ich sage mal 2025, damit sind wir über das 2023 Jahr hinweggekommen, doch für Sie versucht haben zu entwickeln. Und wenn ich mit Sie die Hochschule meine, dann ist es eigentlich falsch gesagt für uns hier im Lande. Wir brauchen diese Hochschulen neben den beiden Universitäten und wir brauchen konkret auch diese Hochschule, deren Existenz ja nicht so einfach begründbar gewesen war für viele, die aus den alten Ländern nach 90 gekommen sind, weil sie gesagt haben, wenige Straßenbahnstationen hier in der Nähe ist eine Universität, die durchaus neben der geisteswissenschaftlichen Schwerpunktsetzung ja auch Naturwissenschaften und auch generell technisch orientierte Möglichkeiten aufwies. Wir haben in Magdeburg die Otto-von-Guericke-Universität und. Warum brauchen wir die Hochschule Merseburg? Wir, die wir hier groß geworden sind, haben das eigentlich nie in Frage gestellt. Und wer auch weiß, was mit der Revitalisierung des Chemiedreiecks zum Beispiel an wirtschaftspolitischer Herausforderung hier steht, und die IHK-Präsidentin ist nicht umsonst hier unter uns, Frau Schaar, der weiß auch mit den anderen Wirtschaftsvertretern, dass wir diese Hochschule auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch dringender brauchen, als das in den ersten 25 Jahren möglicherweise gleich ins Auge gefallen wäre. Ich sage das deswegen auch, weil wir mit dem inzwischen ja wieder Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium, genannten Ministerium, ja auch den Minister hier haben, der zwar aus dem Hochschulbereich als sehr versierter Spezialist und früherer Rektor auch und Präsident der Hochschulrektorenkonferenz hier in diesem Amt, in diesem politischen Amt jetzt Verantwortung trägt, aber sehr stark eben auch das, was die Außenwirkung des Landes, aber auch im Innenverhältnis interpretierbar wird, an den Wirtschaftsdaten festgemacht wird. Wir haben gerade die Prognosen für das Wachstum im Blick gehabt. Wir wissen auch, was bei Wirtschaftswachstumsprognosen oder Einschätzungen wie in den letzten Tagen in den nächsten 3-4 Jahren noch an Korrekturen zu erwarten ist. Wir wissen, was aktuell für das letzte Jahr, was deutlich niedriger angesetzt war, inzwischen nach oben korrigiert wurde. Also mit der Volkswirtschaft ist es auch nicht mehr so, wie das früher gewesen ist, einem überschaubaren System. Die Globalisierung hat vieles sehr, sehr in Frage gestellt, was Prognostizierbarkeit und Modellierbarkeit anbelangt. Aber entscheidend ist das, was rauskommt, wie es immer so schön heißt.
Und daran wird sich auch dieser Wirtschaftsminister mit der Landesregierung in Gänze messen lassen, wohl wissend, dass Wirtschaft nicht politisch steuerbar ist. Das haben wir als System hinter uns, aber die Rahmensetzung wollen wir gemeinsam vernünftig hinbekommen. Und wenn Sie heute auch mit einem Anteil von über 13% ausländischen Studenten nicht nur internationale Reputation erlangt haben, wiedererlangt haben oder aufrechterhalten konnten durch vielleicht auch alte Partnerschaften, haben wir zumindest auch für die Sogwirkung derjenigen, die sich hier matrikulieren lassen und auch schon lassen haben und auch lassen werden, das Zeichen zu setzen, dass wir hier sehr wirtschafts- und praxisnah zur Ausbildung beitragen wollen und auch Abschlüsse generieren, die dazu eben auch beitragen sollen, dass dieses Land weiter wächst. Der Indikator des Arbeitsmarktes sieht seit vielen Jahren inzwischen gut aus. Wir haben eine Beschäftigungsquote und eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigtenzahl, die wir seit 1990 noch nie hatten. Das ist ein Zeichen dafür, dass es überall Investitionen und Erweiterungen gibt. Und wir wissen auch, dass wesentlich dazu Ihre Absolventinnen und Absolventen beitragen. Und das soll auch weiterhin so sein. Und ich kann Ihnen nur für die Landesregierung und auch für die Koalition, die ja inzwischen eine Dreierkoalition darstellt, sagen, wir wollen, dass sie sich in Ruhe weiterentwickeln. Und wir werden nur dann ein Signal geben, wenn wir das Gefühl haben, dass vom Output her noch, sagen wir mal, Luft nach oben ist. Momentan sehen wir die nicht. Sie holen alles aus diesen Ressourcen heraus, was machbar ist. Und sie haben auch zufriedene Studentinnen und Studenten. Das wissen wir auch durch viele Befragungen. Und wenn dies nicht der Fall wäre, wären auch die Immatrikulantenzahlen bzw. die Immatrikulierungsstatistiken anders. Und wenn die Bundesministerin persönlich nicht nur aus alter Verbundenheit hierher gekommen ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das in Berlin sehr gut registriert ist und auch mit der Innenkenntnis ihrer eigenen Biografie und ihrer eigenen wissenschaftlichen Karriere ja auch untersetzbar ist. Und wenn ich Sie heute mit Ihrem Mann auch als Landeskind endgültig hier begrüßen darf, sie ist nämlich komplett nach Havelberg gezogen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen hat und dass hier noch viel zu erwarten ist, wenn die Wissenschaftsministerin, ich sage mal in Anführungsstrichen arbeitstechnisch, des Bundes nach Sachsen-Anhalt kommt, dann kommt man von Berlin aus nicht in ein Land, wo man keine positive Prognose abgibt, sondern weiß, dass es hier eine gute Zukunft gibt. Und die wird es mit der Hochschule Merseburg auf jeden Fall geben. Herzlichen Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das engagierte Arbeiten, auch in Zukunft. Und herzlichen Dank den Studentinnen und Studenten, dass sie sich für Merseburg entschieden haben. Und bitte versuchen Sie möglichst auch im Lande zu bleiben, damit es weiterhin diese Zukunft gibt, die wir uns gemeinsam wünschen und die wir gemeinsam auch in der Hand haben. Herzlichen Dank und alles Gute. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Johanna Wanka, Herr Ministerpräsident, Herr Wirtschaftsminister, Digitalisierungsminister und, zeigt die Wichtigkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren des Deutschen Bundestages und des Landtages von Sachsen-Anhalt, aber natürlich, und das ist der wichtigste Magnifizenz, sehr geehrter, besser sage ich wohl, lieber Herr Professor Körbs. Um es dann abzukürzen, kurzum, mein herzlicher Gruß gilt all jenen, denen unsere Hochschule am Herzen liegt und die heute hier sind. Der 1. April ist bekanntlich ein sehr bedeutsames Datum. Man kann ein Telefonnetz gründen mit 48 Teilnehmern, so geschehen 1881 in Berlin. Das nächste ist kein Aprilscherz. Nämlich, um die Eisenbahn pünktlicher zu machen, führte man ein einheitliches Uhrzeit in Deutschland ein, so 1893 die mittlere Sonnenzeit von 15 Längengrad östlich von Greenwich. Genützt hat es wenig. Oder man baut in einer Garage einen Computer wie Jobs, wie Wozniak und Wayne. Das war 1976, ging von unserer Bauordnung gar nicht, das geht nur in den Staaten. Und gründet, will niemand veräppeln, die Firma Apple. Man kann aber auch den Tag ganz anders genießen. Liebe Frau Bundesministerin, man kann Geburtstag feiern. Hier nochmal ganz offiziell meine herzlichen Glückwünsche. Oder, und das sage ich aus eigener Erfahrung, man kann Hochzeit feiern. Und die geht dann auch gut, bei mir immerhin 40 Jahre. Man kann aber etwas ganz, ganz Wichtiges tun.
und da schaue ich zu Professor Teschke, man kann eine Hochschule gründen. Das ist etwas, was diesen Tag natürlich ehrt und das führt uns alle heute hier zusammen. Und ich bin als Landrat sehr dankbar, dass ich hier stehen darf, dass ich reden darf. Damals war ich auch schon dabei. Ergo, man muss in der Politik lange durchhalten, um alles miterleben zu können. Aber wie gesagt, ich möchte Ihnen allen gratulieren zu diesem Jubiläum. Und wie gesagt, bedanke mich nochmal für das Vertrauen. Und ich überbringe sehr gern die Wünsche des Landkreises Saalekreis. Ihnen allen voran, lieber Herr Professor Körbs, den Studierenden natürlich auch, den Professoren und natürlich all jenen, die auch zu einer Hochschule gehören, ohne die ein ordentlicher Lehrbetrieb gar nicht möglich wäre. Aber ich will noch mal mich an Professor Körbs wenden, weil mich dort etwas ganz Besonderes verbindet. Und Sie sind immer, und das will ich immer sehr deutlich sagen, ein sehr verlässlicher Partner, wenn es auch um Kreispolitik geht. Und Sie sind gerade bei besonders schwierigen Lebensfragen in der Politik für mich immer ein hervorragender Ratgeber. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das werden die meisten von Ihnen sein, die zumindest hier zu Hause sind. Wer am Samstag den Lokalteil der Mitteldeutschen Zeitung gelesen hat, wird ein Artikel, der wird besonders aufgefallen sein, der ist heute übrigens auch aufgelöst für die, die es gar nicht merken. Da ging es nämlich um die Freiwillige Feuerwehr in Bad Dürrenberg und dass die in Zukunft einen Hubschrauber bekommen, um schneller zum Einsatz zu kommen. Natürlich am 1. April. Aber die Dürrenberger, das will ich mal auch hier an dieser Stelle sagen, die brauchen keinen Hubschrauber, denn die sind seit der sehr, sehr weisen Entscheidung, verehrter Herr Ministerpräsident, dass die Landesgartenschau 2022 in Bad Dürrenberg stattfinden soll. Ein herzlicher Dank nochmal an Sie persönlich, an das Kabinett. Die sind jetzt auf Wolke 7 und haben natürlich ein Höchstmaß an Überblick erreicht. Aber Hubschrauber, nun könnte ich spitz sagen, der Mitteldeutschen fällt auch in 25 Jahren nichts anderes ein. Das sage ich aber nicht, außerhalb vom Protokoll. Hubschrauber spielten vor 25 Jahren schon eine Rolle. Nämlich, und darüber musste ich selber staunen, der 1. April 1992, der war so bedeutsam, dass sich in der kompletten Lokalausgabe der Merseburger Mitteldeutschen Zeitung, dass die nur im Mandelteil überliefert wurde und sich nur ganz wenige Artikel finden. Der besagte dieser Gründung heute lässt sich nicht finden. Aber ein Ereignis, und da erinnere ich mich sehr gern dran, das war die Einführung eines Hubschrauber-Pendelverkehrs zwischen dem Saalepark, also heute Nova Eventis, und Merseburg. Nicht zu verwechseln, das will ich sehr deutlich sagen, mit der neuen Buslinie, der 133, die natürlich von der Vorstadt Leipzig in die Kreisstadt, Herr Oberbürgermeister, Merseburg führt, an unserem Klinikum vorbei und die etwas ganz Hervorragendes ist. Heute darf ich und kann ich das zugeben. Für einen Moment damals habe ich sogar daran geglaubt, dass es diesen Pendelverkehr gibt. Sie werden sich fragen, warum? Nicht, weil ich leichtgläubig bin, nein. Und alle jene, die das miterleben durften, wissen, dass Anfang der 90er Jahre, dass es ganz, ganz schwierige Zeiten der Umbrüche waren und der Veränderungen. Alles und nichts schien in dieser Zeit möglich. Und da will ich vor allen Dingen an diesen Tag daran erinnern, weil das für uns ja auch eine große Auswirkung hatte, das Wegbrechen der Ostmärkte, die veralteten Industrieparks, die wir hier hatten und die Technologie in der chemischen Industrie, die noch aus der Gründerzeit stammte, weil man einfach den Wechsel von der Braunkohle zur Petrolchemie nicht schaffen konnte. Diese Zeiten, die haben wir hier vor unserer Haustür erlebt und sie waren begleitet, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig waren und dass es ziemlich schwierig war. Ich will Ihnen nur eine Zahl nennen: von umgerechnet 10,3 Milliarden Euro auf heutige Verhältnisse Umsatz der ostdeutschen chemischen Industrie blieben nach der Wende im Jahr 1993 3,4 Milliarden übrig. Das zeigt, wie dramatisch diese Folgen waren. Und viele Menschen auch hier im Landkreis Merseburg damals waren von Arbeitslosigkeit betroffen, einem Altkreis, einem Chemiekreis. Gleichzeitig aber, beginnend mit dem Kanzlerversprechen, und wir haben ja im letzten Jahr, an das sich 100 Jahre Leuna daran erinnern können, startete ein gigantischer Strukturwandel. Und deswegen nochmal, alles schien möglich, warum denn nicht auch ein Hubschrauber? Der englische Schriftsteller Wilde hat einmal gesagt, ich zitiere, die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeit erkennen, bevor sie offensichtlich werden. Und während wir, und Frau Professor Wanka weiß das noch, in der Kreispolitik über zukünftige Fusion mit dem Landkreis Querfurt beraten haben, ein Krankenhausneubau auf den Weg gebracht haben und Schulen und auch die Müllentsorgung neu strukturiert haben, wurden hier auf dem Campus Weichen gestellt, Weichen für eine wissenschaftliche Zukunft. Kurzum, die Hochschule, und da bin ich wieder beim Hubschrauber, ist ein Ort der Bodenständigkeit,
aber auch geistige Höhenflüge sind kein Widerspruch. Und von daher ist es ein Glücksfall, heute so viele Zeitzeugen der Hochschulpolitik an diesem Ort versammelt zu sehen. Und da komme ich nochmal zu unserer Ministerin, weil es für mich wirklich eine ganz, ganz große Freude ist, Sie hier begrüßen zu können. Denn Sie haben an vorderster Stelle, wir haben es von unserem Ministerpräsidenten schon gehört und wir alle wissen das natürlich, auch hier Hochschulgeschichte geschrieben. Und der Unterschied zu früher war, dass man gewählt wird, dass man sich einem demokratischen Verfahren stellen musste. Und das ist auch diese neue Qualität. Und was lehrt uns das? Und das können wir sehr laut sagen, wer auf dem Campus Merseburg war, aus dem wird auch was. Und in dem Sinne, denke ich, kann für die Studierenden nur eine sein, man muss sich ja möglichst lange aufhalten, dann ist der Weg selbst in die Bundesregierung nicht verborgen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit einem Vierteljahrhundert an Jahren, das darf man sagen, zählt die Hochschule, und sie gehört immerhin zu den 232 anerkannten Fachhochschulen in Deutschland, zählt sie natürlich noch zu den Jungen. Politisch ist es nicht ganz korrekt, wenn man sagt, die historischen Wurzeln gehen bis auf das Jahr 1954 zurück. Da ist nämlich das Stück Demokratie, was wir an der Stelle nicht vergessen wollen und weswegen wir auch neu begonnen haben. Und wenn man das vergleicht, Herr Professor Sträter wird es gern hören, die Alma Mater in Halle ist über 500 Jahre alt, 517 glaube ich, aber das ist auch noch nichts. Bologna, die wird im 11. Jahrhundert schon erwähnt. So war, und das will ich mit der Bescheidenheit und der gebotenen Bescheidenheit sagen, die letzten 25 Jahre unserer jüngeren Geschichte von Ereignissen und Entwicklungen geprägt, die an Komplexität kaum eine Zeit vorher kannte. Und wir hatten das große Glück, sie erleben zu dürfen und vor allen Dingen, und das ist mindestens so wichtig, wir hatten das große Glück, sie mitgestalten zu können. Und 25 Jahre, das ist fast, wenn man so will, eine ganze Generation. Sie markieren nicht nur die politische Wende, die in der Einheit Deutschlands, unseres Vaterlandes, mündete. Sie charakterisieren, und das passt zu einer Hochschule, natürlich den Siegeszug des Internets. Und da erinnere ich besonders dran, vor genau 25 Jahren brachte Bill Gates mit seiner Firma Microsoft Windows 3.1 auf den Markt. Und Sie alle erinnern sich noch, da gab es noch die DOS-Oberfläche und niemand konnte sich vorstellen, dass Windows irgendwann wirklich die Fenster öffnet. Das ist also alles Geschichte, ähnlich der Aufstieg und heute schon fast vergessen des in die Jahre geratenen SMS-Kurznachrichtendienstes. Keiner als manch Privatsender verwendet heute noch SMS. Aber auch das 500. Jubiläum, wer könnte zu so einer Veranstaltung Martin Luther vergessen, das wäre ja ganz schlimm, hätte ohne Buchdruck nicht funktioniert. Und ich weiß, dass der 3D-Druck hier auch praktische Anwendung findet. Und ich war selbst Zeuge bei der damaligen Ministerin, als ein Pferd aus dem 3D-Drucker trat. Man brauchte kein Heu, man brauchte nur den Verstand, es richtig zu programmieren. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Geschichtsbewusstsein an dieser Hochschule großgeschrieben. Und ich will ein Thema ganz besonders ansprechen heute, das ist unser Chemiemuseum, das mit beeindruckenden Exponaten, und wer es nicht kennt, ich glaube, Sie kennen es alle, er soll es unbedingt besuchen, weil es die Anfänge der Chemiegeschichte, wenn Sie so wollen, von Leuna bis Buna zeigt. Und Namen wie Karl Bosch, Fritz Haber, Matthias Pier, Fritz Hoffmann oder Emil Fischer stehen für diese großartige Geschichte unserer Region, die auch diesen Reichtum, den geistigen Reichtum ausgemacht hat. Und deswegen hat es eines immer ausgezeichnet, die Tradition. Und deswegen will ich auch hier die Gelegenheit nutzen, die Verantwortlichen in Politik, in Wirtschaft und Gesellschaft aufzurufen. Und da meine ich natürlich mehr die Lokalpolitiker, die hier alle heute hier sind, dass wir uns endlich darum kümmern, dass unser deutsches Chemiemuseum ausreichend finanziell ausgestattet wird, damit es ordnungsgemäß den Kopf frei hat und seine Zukunft weiterhin gestalten kann. Und ich will Ihnen das heute hier zusagen. Ich werde mich mit allen Kräften dafür einbringen. Und ich bin überzeugt, es wäre eines der schönsten Geschenke zum 25. Jahr der Hochschule, wenn uns das gemeinsam gelingen könnte. Es ist etwas ganz, ganz Wichtiges für die Region und auch für diejenigen, die nach uns kommen. Und deswegen ist es, und der Ministerpräsident hat schon zu Recht darauf verwiesen, ist eine Hochschule natürlich mit der ansässigen Wirtschaft und mit dem lokalen Arbeitsmarkt ganz eng verwurzelt. Die Studiengänge sind allesamt praxisbezogen.
Auch ein Grund dafür, dass wie nie zuvor so viele Menschen an Hochschulen studieren. Es sind jetzt ca. 1 Million. 3.000 davon hier an der Hochschule in Merseburg. Und das ist eine ganz, ganz stolze Leistung, zu der man gratulieren kann. Aber nicht nur die technischen Studiengänge, und ich hatte da am Anfang auch ein bisschen Probleme, gehören dazu, neben Chemie- und Kunststoffindustrie, sondern auch die Bereiche der sozialen Arbeit. Und auch der Landkreis profitiert sehr davon. Viele meiner Mitarbeiter, zum Beispiel im Jugendamt, haben hier exzellente Abschlüsse gemacht und tragen heute zur Qualität dieses Landkreises bei. Aber auch das Mittun bei Lösung schwieriger gesellschaftlicher Fragestellungen, wie, und das Beispiel will ich unbedingt nennen, wie die Flüchtlingsproblematik, die wir also gemeinsam auch bearbeitet haben, zeichnet diese Hochschule aus. Und Sie, verehrter Professor Körbs, waren da auch in vorderster Reihe und waren für uns eine ganz, ganz große Hilfe. Und dafür nochmal herzlichen Dank. Natürlich, damit ich mich mit den Universitäten nicht überwerfe, brauchen wir Grundlagenforschung, das ist ganz klar, und brauchen auch Hochtechnologien. Ich muss ja zumindest, wenn ich mal nach Halle komme, Herr Professor Sträter, dass ich überhaupt noch Zugang habe. Aber wenn es um konkrete Probleme des Alltags geht, dann brauchen wir natürlich auch alltagstaugliche Lösungen, und genau dort setzen unsere Hochschulen an. Und deswegen ist diese Hochschule hier eine Hochschule vor Ort, die dringend gebraucht wird. Und sie ist, das will ich noch mal sehr deutlich machen, hervorragend im Saalekreis vernetzt. Aber Sie haben es in Ihrer Begrüßung deutlich gemacht, Partnerschaften mit mehr als 20 Schulen weit über die Kreisgrenze hinaus. Ich will an das Labor Chemie zum Anfassen erinnern. Aber was mir auch persönlich ganz am Herzen liegt, weil es den Geist bildet, ist Lego. Die Lego-Wettbewerbe, die hier stattfinden, da fängt man bei Zeiten an, wissenschaftlich zu denken. Und etwas, was nicht im Manuskript steht, und Dr. Franz kennt dieses Modell, jedes Kind wäre froh, wenn es zu Hause hätte, es gibt in der Raffinerie einen wunderschönen Kran. Ich glaube, den gibt es gar nicht zu kaufen, weil der überdimensional groß ist, also eigentlich ein Spielzeug, könnte man sagen, erinnert an die große Geschichte. Und vor Jahren habe ich mit Professor Körbs dort gesessen, und da sagte er, soll ich Ihnen mal die Winkelkräfte des Kranes ausrechnen. Ich hatte bis dahin Gefallen am Kran gefunden, das war mir dann doch eine Nummer zu schwierig, aber zeigt, der Mann steht in der Praxis, und deswegen wollte ich das hier unbedingt erwähnen. Natürlich gehört zu einem wirtschaftsstarken Landkreis auch dieses Stück Zukunftssicherung, ein ganzes Stück Vernetzung Industrie mit Unternehmen. Und das ist, wie gesagt, hier eine gute Tradition. Und deswegen will ich ein Projekt unbedingt noch erwähnen in Ihrem Hause. Und der Staatssekretär weiß, das ist das Bekannte. Und wir hoffen auch auf wohlwollende Unterstützung. Das ist natürlich ein Knotenpunkt vom Technologie- und Anwenderzentrum, kurz ITAM genannt, was wir natürlich für den Mittelstand vor allen Dingen hier entwickeln wollen, gemeinsam mit der Kreisstadt Merseburg, mit der Hochschule und dem Landkreis. Wir sind zurzeit darüber oder dabei, eine Machbarkeitsstudie zu entwickeln, und wir hoffen erfolgreich. Ja, und letztlich, das will ich unbedingt noch erwähnen, weil es in der Weltgeschichte einfach nicht zur Kenntnis genommen wurde. Und das hat mich als Landrat schwer getroffen. Sie alle erinnern sich, unsere Kanzlerin war vor kurzem in den Vereinigten Staaten, traf den neuen Präsidenten. Und die wichtigste Nachricht war, wer hat wem, wie oft und warum nicht die Hand geschüttelt. Das ist trivial und das ist eigentlich traurig. Es gab nämlich eine ganz andere Mitteilung, die viel wichtiger war. Und zwar, wer die Live-Sendung gesehen hat, wird sich erinnern, dass die Kanzlerin gemeinsam mit den Präsidenten zusammensaß mit wichtigen Wirtschaftsvertretern aus Deutschland, den Vereinigten Staaten, und kein geringerer als der Dow-Chef von Amerika sagte zur Kanzlerin, wir kennen uns ja im Osten aus, wir haben ein Bildungszentrum. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, und jetzt würde gleich Dow nennen und Saalekreis. Er hat es nicht getan, weil er vorausgesetzt hat, das weiß man in der Welt. Aber ich will das nochmal sehr deutlich machen, das ist etwas Wichtiges, dass wir uns daran erinnern, wo kommen wir her. Und wir haben berechtigt Grund, auch darauf stolz zu sein. Und da bin ich ganz am Ende. Wenn wir nämlich diese 25 Jahre Revue passieren lassen, so ist es das, was uns stolz machen kann, weil Männer und Frauen eine Lebensleistung vollbracht haben, die aus heutiger Sicht ein ganz großes Denkmal verdienen, weil sie Strukturen geschaffen haben. Und ich erinnere oft daran, wir haben immer gesagt, es ist angedacht. Die Wahrheit war, wir wussten auch noch nicht, wie es geht, aber wir denken schon mal drüber nach. Das zeigt aber, dass es funktioniert.
Es zeigt aber auch, dass unsere Hochschule nicht nur fest integriert ist im Saalekreis, sondern dass sie natürlich interdisziplinär mit unseren Universitäten verbunden ist. Auch das ist wichtig. Und dass sie, und das will ich ganz besonders auch als Vorstandsmitglied der Metropolregion betonen, dass sie in der Wissenschaftslandschaft der Metropolregion hier angekommen ist. Und dafür lohnt es sich, weiter zu arbeiten. Und wenn, was ich nicht glaube, wenn irgendwann der Standort, wenn die drei wieder eine Rolle spielen sollte, dann gehen wir einfach auf die Straße. Aber ich habe heute gelernt, wir brauchen gar nicht. Wir haben ja einen Professor Körbs, der das richtet. In dem Sinne wünsche ich uns gemeinsam glückliche Jahre, die Vernunft der Politik, ein Einsehen und Wissen, dass es ohne Wissenschaft keine Zukunft in diesem Land und in der Welt gibt. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Festversammlung, ich komme gleich zum Thema. Im Namen aller Merseburgerinnen und Merseburger und im Namen unseres Stadtrates gratuliere ich unserer Hochschule zu ihrem 25-jährigen Jubiläum. Wir Merseburgerinnen und Merseburger sind sehr, sehr stolz auf unsere Hochschule. Das lässt sich kaum in Worte fassen. Und ich bin persönlich sehr, sehr dankbar, dass Sie, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrter Ministerpräsident, Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete, Geschäftsführer, Professorinnen und Professoren heute hier die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen mit Ihrer Anwesenheit. Ja, da bringen Sie Ihre Wertschätzung für unsere Hochschule und für die Stadt Merseburg zum Ausdruck und dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Ich habe außerdem ja eine kleine Botschaft mitgebracht. Nun könnte ich auf die ganzen vielen Projekte eingehen, die wir gemeinsam mit unserer Hochschule hier abwickeln. Aber, ja, genannt Mehrlicht und Bürgercampus und. Unser Landrat hat auch schon viele angesprochen, bin ich ihm dankbar dafür. Aber das würde ganze Vorlesungen füllen und ein Grußwort mit Sicherheit sprengen. Nur ein ganz kleiner Aspekt noch, ein Ausblick in die Zukunft, so wie wir es heute auch schon gehört haben, die nächsten 25 Jahre. In der zurückliegenden Zeit war es manchmal so, dass wir, ein bisschen Gram darüber waren, warum war unsere Hochschule am Rande der Stadt. Da gehe ich nicht zu weit in die Geschichte rein. Die damaligen Planer hatten gar keine anderen Möglichkeiten. Die Hochschule ist immer in unserem Herzen, aber sie war am Rande der Stadt. Nun, wie können wir dieses Dilemma lösen, wenn wir die Hochschule schon nicht mitten in die Stadt umsiedeln können? Dann können wir vielleicht eins, die Stadt mehr an die Hochschule ranbringen. Es gibt Planungen aktuell für den Ausbau eines neuen Baugebietes, eines neuen Wohnbaugebietes, gleich nördlich unserer Hochschule. Und wenn wir etwas weiter westlich gucken, da gibt es bereits ein begonnenes Baugebiet. Und wenn dieses sich mit dem Zentrum unserer Stadt verschmelzt, dann liegt die Hochschule fast mitten in der Stadt. Darüber hinaus gibt es noch weiter westlicher den Geiseltalsee und auch der wird von Jahr zu Jahr seine Anziehungskraft immer mehr entfalten. Ich bin zuversichtlich für unsere Region und für unsere Hochschule. Ich danke Ihnen, liebe Professorinnen und Professoren, für Ihre Arbeit zugunsten unserer Hochschule, zugunsten unseres Standortes und allen, die daran mitgewirkt haben. Allen voran Jürgen Körbs. Besser als er kann man es nicht auf den Punkt bringen. Ich sage herzlichen Dank. Ich wünsche unserer Hochschule für die nächsten 25 Jahre alles Gute. Und damit wir noch weiter zusammenwachsen, habe ich einen Gutschein mitgebracht für einen Baum. Ein Baum als Symbol des weiteren Wachstums unserer Hochschule und des Zusammenwachsens zwischen der Home und der Stadt. Dankeschön. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, dear Rektor, dear Minister, dear Guests, on behalf of Kazan National Technological University, im Namen der Universität für Forschung und Technologie Kasan möchte ich Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche zum 25. Jahrestag der Gründung der Hochschule übermitteln. Die Hochschule Merseburg ist die älteste und am meisten geschätzte Partnerhochschule unserer Universität. Wir sind stolz auf diese Partnerschaft, die vor 50 Jahren im Jahre 1967 begann, als die ersten Studenten und Wissenschaftler die damalige TH Merseburg besuchten. Hintergrund dieses Besuches war, dass der Rektor des Kasaner Instituts für Chemietechnik
Piotr Kirpichnikow, der vorher hier in den Brunnerwerken arbeitete, Merseburg besucht hat. Viele Professoren und Wissenschaftler haben unser Kasaner Institut und unsere Kasaner Universität besucht, zum Beispiel Gerd Naue, Professor Straube, Professor Poltersdorf und viele andere. Unsere Kasaner-Professoren haben auch an verschiedenen Seminaren zur Thematik der Modifikation und Verformung von Polymeren an ihrer Hochschule teilgenommen. Und ich habe mich an diese Seminare, erinnere ich mich sehr gut. Außerdem haben viele Studenten in den 50 Jahren Merseburg und ihre Hochschule besucht. Und jeder wurde gastfreundlich und herzlich aufgenommen. Wir freuen uns sehr und fühlen uns auch geehrt, dass die Geschichte unserer Kooperation schon so lange erfolgreich besteht. Vor einigen Jahren haben wir ein neues Studienprogramm ins Leben gerufen mit einem dualen Abschluss. Und dazu haben wir eine spezielle Seminargruppe gebildet, in der die Studenten Deutsch gelernt haben, um sich dann für das Programm zu bewerben und in Merseburg studieren zu können, sodass sie am Ende sowohl einen deutschen als auch einen russischen Hochschulabschluss bekommen können. Im letzten Jahr hat eine Delegation unter Leitung von Professor Kirps unsere Universität in Kasan besucht und wir haben über die Weiterentwicklung der Studiengänge und der Kooperation gesprochen. Ich glaube, dass so eine langjährige Zusammenarbeit nur möglich ist durch langjährige Kooperation, Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen. Und ich hoffe und bin sicher, dass diese Beziehungen auch weiterhin erfolgreich bestehen werden. Und wir werden sicher neue Projekte, Initiativen ins Leben rufen. Und zum Schluss habe ich noch ein Geschenk für Sie, eine Medaille. Es ist eine russische Tradition, eine Medaille zeigt eine bestimmte Stufe der Freundschaft zwischen Partnern. Wir möchten die Goldmedaille unserer Universität an Sie überreichen. Es ist die Goldmedaille. Das zweite Geschenk ist eine Kollektion von Fotos. Einige wurden vor 41 Jahren in Merseburg gemacht. Also der Rabe lebt wahrscheinlich jetzt noch, immer noch. Und ein Foto zeigt das Hauptgebäude unserer Universität und ein paar Kollegen. Für mich sind das sehr, sehr schöne Fotos. Ja, vielen Dank. Thank you.
So, und jetzt mache ich hier Platz, damit Frau Professor Wanka die schon von uns allen mit Spannung erwartete Festrede halten kann. Bitte schön, Frau Wanka, wir freuen uns auf Sie. Ja, lieber Herr Kirps, meine sehr geehrten Herren, Herr Ministerpräsident Haseloff, Herr Minister Willigmann, Herr Landrat Bannert, Herr Oberbürgermeister und alle anderen, die heute hier im Raum sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich, auch die Abgeordneten in einer Vielzahl, wie ich sie sonst selten finde, auch von Seiten des Bundestages, muss man sagen, spricht für die Hochschule. Vor allen Dingen aber freue ich mich über die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, von denen ich eine ganze Reihe jetzt, wo ich hier vorne stehe, sehen kann. Ich freue mich sehr über diese Veranstaltung. Ich habe die Hochschule vor 16,5 Jahren verlassen und habe mich deshalb sehr gefreut über die Einladung heute hier zu dieser neuen Amtseinführung, zweite Amtsperiode, aber vor allen Dingen auch aus Anlass des 25. Jahrestages dieser Hochschulgründung. Und natürlich sage ich gerne etwas zur Situation der Fachhochschulen aus Sicht der Bundesregierung, was wir vorhaben, was wir gemacht haben. Aber vor allen Dingen möchte ich reden auch über die Zeit damals, nicht nur nostalgisch, sondern vielleicht auch ein bisschen einordnen, wie es uns ging und was wir damit geschafft haben. Wenn man sich an die Zeit nach 89, 90 erinnert, dann war das für diejenigen, die hier immer gelebt haben, aus meiner Sicht war es eine wunderbare Zeit, eine aufregende Zeit. Es war eine Zeit, wo wir zum Beispiel, Frank Bannert und ich, gleich kandidiert haben, unterschiedliche Fraktionen, für den ersten Kreistag und auch mit selbstgebastelten Plakaten und dann gewählt worden. Also das war eine Zeit, die kann man sich heute bei aller Professionalität überhaupt nicht mehr vorstellen. Es war eine sehr schöne, eine sehr bewegte Zeit, aber diese Zeit war auch geprägt von vielen Unsicherheiten. Viele Menschen hatten nach der ersten Euphorie Sorge, wussten nicht, wie ist es mit dem Arbeitsplatz. Das galt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier an der ehemaligen, also an der Technischen Hochschule Leuna-Merseburg. Und in der Situation musste entschieden werden, wie geht es weiter, wie kann man relativ schnell, und das war das große Problem, in den neuen Bundesländern die Hochschullandschaft verändern, aufbauen, umsetzen, schließen etc. Und da musste man schnell entscheiden. So schnell, wie wir es heute gar nicht mehr schaffen. Wenn ich daran denke, dass die großen Wissenschaftsratsempfehlungen, wie soll es weitergehen mit den Akademieinstituten, mit den Hochschulen, dass die relativ bald schon im Sommer 90 kamen, dann ist das eine Rekordzahl. Und dann war natürlich nicht entschieden, was geschieht mit dem einzelnen Hochschulort. Und das war die Zeit, wo die Busse kamen mit Kommissionen, von denen wir viele überhaupt nicht kannten, wo wir uns präsentierten mit den Ideen, die es gab an der Hochschule und wo dann ziemlich schnell entschieden wurde, wird ein Standort geschlossen, gibt es eine neue Chance. Und in der Zeit, in der schwierigen Situation, ist die Entscheidung gefallen, dass hier an diesem Ort, an diesem traditionsreichen Hochschulort, eine Fachhochschule neu gegründet wird. Und ich denke, Frank Bannert hat noch mal gesagt, wie die Arbeitslosenzahlen damals waren, was in Leuna und Buna passierte. Das war ein unwahrscheinlich wichtiges Signal, dass der Hochschulstandort weiter bestehen bleibt. Mit der neuen Gründung Fachhochschule und mit den Teilen, die an die Martin-Luther-Universität gingen. Das war die großpolitische Lage. Was bedeutete das hier vor Ort? Aber noch zur großpolitischen Lage. Fachhochschulen waren etabliert in der alten Bundesrepublik. Diese Fachhochschulen waren seit der 70er Jahren entstanden, waren aus ehemaligen Fachschulen, ich sage mal untaktisch oder unpädagogisch hochgezont worden, hatten also einen starken Praxisbezug, hatten eine ganze Reihe von Vorteilen. Und jetzt eine solche Fachhochschule und viele Fachhochschulen in den neuen Bundesländern. Da waren diejenigen, die an diese Hochschulen kamen, die dort dann gearbeitet und gelehrt haben, das war ganz was anderes als klassischerweise in den alten Bundesländern. Das war sehr, sehr stark an vielen Standorten. Das waren die Kollegen des Mittelbaus, und das will ich mal sagen, des starken Mittelbaus, der jahrelang nie eine Chance gehabt hätte, eine Professur oder sogar eine Dozentur oder überhaupt etwas zu bekommen, der aber leistungsstark war, der wissenschaftlich gearbeitet hatte, der Promotion betreut hatte. Und das heißt, wir hatten plötzlich Fachhochschulen hier in den neuen Bundesländern, wo Forschung immanent durch die Personen, die in diese Hochschulen kamen, die habilitiert oder damals hieß das Promotion B, haben wir das, glaube ich, hieß das schon vergessen, aber so ungefähr hieß das bei uns. Das heißt, plötzlich war an den Orten,
Im Osten, an den Fachhochschulen, Forschung gängig, war normal. Gab es auch an Fachhochschulen in den alten Bundesländern, aber in keiner Weise so flächendeckend und so immanent wie hier. Und dieses hat Auswirkungen gehabt, dass nach und nach alle Bundesländer ihre Hochschulgesetze geändert haben und in den Hochschulgesetzen Forschung für Fachhochschulen als Dienstaufgabe festgeschrieben worden. Die letzten waren übrigens die Bayern, die es in ihr Gesetz geschrieben haben. Und ich erwähne das deswegen, weil das war ein Impuls durch die Vereinigung, der sozusagen von den neuen Bundesländern ausging und der mittlerweile die Hochschullandschaft insgesamt verändert hat. Und wir haben heute Forschung an Fachhochschulen überall, bundesweit, in unterschiedlicher Qualität. Aber das hätte überhaupt nicht so funktioniert ohne damals die Situation 90. Und darüber freue ich mich sehr. Und deswegen erzähle ich das auch immer, wenn ich die Chance habe, so heute wie hier. Ja, und konkret vor Ort. Eine Fachhochschule sollte neu aufgebaut werden. Ich glaube, lieber Herr Teschke, wir haben Glück gehabt mit Ihrer Person, weil Sie jemand waren, der die Region kannte, auch ein Verständnis hatte, wie es uns ging für die Situation, auch emotional, und andererseits aus einer westdeutschen Fachhochschule kam, also wussten, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Und dass Sie entschieden haben, nur relativ kurze Zeit Gründungsrektor zu sein und mir dann den Vorschlag gemacht haben, zu kandidieren als Rektorin dieser Hochschule, war für mich verblüffend. Wäre ich ohne Sie nie drauf gekommen. Und deswegen will ich an dieser Stelle sagen, bin ich Ihnen auch sehr dankbar. Ich glaube, meine Biografie wäre anders, ganz anders verlaufen, ohne diese Möglichkeit, die Sie mir, also die Sie gesehen haben und die Sie vorgeschlagen haben. Und dann, lieber Herr Jansson, Kanzler von Anfang an. Und Herr Kanzler hat das ganz clever gemacht. Als ich Rektorin wurde, ich weiß gar nicht wie viel, aber es waren nicht so viele Studenten, die wir hatten, aber eine komplett ausgebaute Verwaltung. Und das war ein großes Fund, das war ein großer Vorteil für die Situation und die nicht ganz einfachen Situationen, Herr Kirps hatte darauf hingewiesen, die dann entstanden sind. Und was ich an Ihnen immer sehr geschätzt habe, war Ihre Fröhlichkeit, kann man ja auch mal sagen, dass wir diskutiert haben, aber das war dann eigentlich, glaube ich, auch, Frau Volk, oben, sage ich, in diesem Leitungsbereich eine gute, freundliche, also ja, fröhliche Stimmung hatten, Herr Jansson, Frau Volk, Frau Schirmer, Frau Arndt, Frau Paatz und unsere Dezernenten, Herr Schumacher, Herr Nebel, der leider nicht mehr lebt. Ich glaube, wir waren eine ganz gute Truppe und haben auch viel improvisieren müssen und vieles neu überlegen, weil man nicht einfach die Rezepte hatte und weil man es machen musste, basierend auf dem, was da ist. Und ich habe mich ja immer dafür engagiert, fanden nicht alle so toll immer, dass wir natürlich Geräte anschaffen, Ausstattung. Und wir haben sehr viel Geld bekommen in der Zeit, glaube ich, für den Aufbau der Hochschulen vom Land, aber eben auch durch Bundesmittel. Und dass in dieser Situation natürlich das nächste Spektrometer wichtig war. Aber ich fand auch immer wichtig, wie es bei uns aussieht auf dem Campus. Also, dass es wirklich ein Campus ist, der von der Lage nicht zu verändern ist, Herr Oberbürgermeister, aber wo man am Sonntag oder am Wochenende die Leute aus der Stadt auch gern langgehen. Das heißt, ich habe mich sehr auch interessiert für bauliche Maßnahmen. Und ich glaube, die 144, diese Rundumerneuerung, das hat den Studenten sehr gut gefallen. Und dann habe ich sehr gerne Gartengestaltung gemacht. Und ja, ich habe jetzt einen großen Garten, aber ich hatte dann gar keinen Garten in der ganzen Zeit. Und als ich Bundesministerin wurde, war der Neubau am Kapelleufer 1, wo wir jetzt sind, schon beschlossen, war auch schon, ja, der Bau war also im Rohbau fertig, aber innen noch nicht. Und da konnte ich sehr viel machen und habe mich interessiert für die Innenhöfe und dann mit den Planern gesprochen und die hatten tolle Pläne, also genau überlegt, welche Bäume, welches was, keine Frühlingsblüher, keine Stauden. Und das haben wir geändert. Und wenn Sie heute mal in unser Ministerium kommen, das ist offen, kann man sich ansehen. Also da habe ich auch profitiert von dem, was wir hier gemacht haben. Und ich wollte nachher mal gucken, wie die 5.000 Euro, die wir in Frühlingsblüher angelegt haben, ob die noch da sind und ob die funktionieren. Bürgercampus, Hochschulstadt, stolz der Stadt auf die Tatsache, dass man hier eine Hochschule hat, dass Studierende hier sind. Und so etwas wie die Lego-Geschichte kannte ich noch nicht, aber Chemie zum Anfassen natürlich. Und Herr Kirps erwähnte es, dass wieder Deutschlandstipendien vergeben wurden. Und da muss man sagen, das Deutschlandstipendium
ist das erste Mal eine Möglichkeit, dass man bürgerschaftliches Engagement für Hochschulen in Größenordnung aktivieren kann. Sie können für alles spenden und sich engagieren, ob im kirchlichen, im sozialen, im sportlichen Bereich, aber eigentlich sehr wenig für Hochschuleinrichtungen, falls Sie nicht gleich Mitglied des Fördervereins sind, was auch gut ist. Aber da ist das Deutschlandstipendium eine wunderbare Möglichkeit. Herr Ministerpräsident, 150 Euro pro Monat zahlt der Bund und 150 müssen aus der Region von einem Bäcker oder von einer Privatperson oder anderes beigebracht werden. Und ich glaube, es ist eine Erfolgsgeschichte und die erste Präsidentin, die es geschafft hatte, in einer nicht so strukturreichen Region 100% aller Deutschlandstipendien, die der Bund gegenfinanziert, sofort zu vergeben, war Frau Assenmacher. Damals als Präsidentin der Universität Vechta war die allererste in der Bundesrepublik. Und ich glaube, es ist ein gutes Signal, dass das gerade auch heute zu diesem Jubiläum hier gesagt werden kann. Wenn ich über die Gründung, die Neugründung von Fachhochschulen in den neuen Bundesländern, dann war es auch schade, dass man Fehler, die eigentlich schon bekannt waren, dass man die nicht korrigiert hat. Zum Beispiel das Fächerspektrum von Fachhochschulen. Das klassische Fächerspektrum von Fachhochschulen in den alten Bundesländern war ganz stark Naturwissenschaften, Technik und Betriebswirtschaftslehre. Und Dinge, die an die Fachhochschulen gehören, wie zum Beispiel Ausbildung von Berufsschullehrern, man hätte sogar in Richtung Grundschullehrer oder anderes gehen können, den Mut hat man damals nicht gehabt. Ich glaube, das wäre wichtig gewesen und wäre auch ein gutes Signal gewesen. Aber ich war froh, dass wir an, nicht immer zu jedem Zeitpunkt, aber ich war froh, dass wir an dieser Hochschule eine Dreierkombination hatten. Also die Naturwissenschaftler und Techniker, die Betriebswirte, die Ökonomen und das Sozialwesen. Und ich glaube, diese Kombination war auch wichtig für das Überleben der Hochschule in der zweiten Hälfte der 90er Jahre und dann darüber hinaus, als die Studentenzahlen ja in der Chemie oder Verfahrenstechnik doch entsprechend sehr absanken. Und wenn ich an diese Fächer denke, an die ökonomischen Fächer und an die Sozialwesenfächer, dann muss man auch deutlich sagen, dass es eine Riesenchance war für die Kolleginnen und Kollegen aus den alten Bundesländern. Da waren große Mengen von wissenschaftlichen Mitarbeitern, die hätten nie eine Professur bekommen, weil einfach keine Plätze da waren. Und plötzlich war der ganze Osten, die ehemalige DDR, also Naturwissenschaften, Technik und so, da konnten wir Bewerbungen beibringen. Aber für den Sozialbereich, für den Ökonomiebereich war es auch eine riesige Chance. Und ich habe dann mit Erstaunen festgestellt, weil ich sage, es ist eine, oder mit Erstaunen festgestellt, in Diskussionen mit den Kollegen aus den alten Bundesländern, dass mir sehr oft gesagt wurde, wenn wir irgendwas überlegt haben, irgendwas neu machen wollten, das haben wir immer anders gemacht. Das haben wir nie so gemacht. Und da fand ich das Verharrungsvermögen schon ganz ausgeprägt und würde an der Stelle, ja, und würde an der Stelle nochmal sagen, das ist die Riesenleistung, die man nicht, also die man auch immer wieder nennen sollte, das, was 90 hier passiert ist in den neuen Bundesländern. Und damit meine ich nicht nur uns und den akademischen Bereich, sondern dass man sein Leben total umstellen musste, dass sich plötzlich von einem Tag zum anderen alles geändert hat und dass man solche unnützen Sachen machen musste, sich eine Bank aussuchen und die Versicherung entscheiden, hat bei mir alles mein Mann gemacht, deswegen war ich davon frei, dass diese Umstellung, die auch jede Oma, auch ältere Leute, ganz massiv betroffen hat, dass das eine große Leistung ist. Dass das wirklich eine große Leistung ist, die man auch immer wieder mal zu solchen Anlässen, wenn man so ein bisschen zurückschaut, nennen sollte. Wir haben über das Fächerspektrum, dann die unterschiedlichen Kulturen, hatte ich schon gesagt, haben wir heftig diskutiert. Und wenn ich an unsere ellenlangen Sitzungen manchmal denke, Haushalts- und Strukturausschuss ist mir so bleibend in Erinnerung und vielen hier im Raum auch, wo dann um Entscheidungen gerungen wurde und wiederholt und etc., dann habe ich davon auch sehr viel mitgenommen, als ich Ministerin wurde. Also wir haben, glaube ich, schon da, wo ich tätig war, immer eine ausgeprägte Debattenkultur, lange diskutiert, für und wider, unterschiedliche Zugänge. Aber das Schöne war, als ich Ministerin war, man konnte dann auch mal sagen, okay, jetzt haben wir alles diskutiert und jetzt machen wir es so. Das ging an der Hochschule nie. Und ja, das ist eben bei einer Hochschule so. Da muss man die Mehrheiten überzeugen und muss diese finden.
Wenn ich die Probleme sehe, als die Studentenzahlen nicht so waren, wie wir uns das gerne gewünscht vorgestellt hätten, wo der Finanzminister natürlich gucken muss, wie ist Kosten-Nutzen-Relation. In der Zeit, glaube ich, war die Hochschule auch sehr kreativ, was neue Studiengänge, die Sexualpädagogik, Kultur und Medien, technischer Redakteur oder jetzt Engineering hervorgebracht hat, um in der Hinsicht zum Beispiel duales Studium, ich weiß noch an die Diskussion, Herr Witzel, ne? Duales Studium, damit, lieber Rainer Haseloff, haben Herr Kaschade und ich, wir haben das an den zwei Hochschulen gemacht, verhindert, dass eine eigene Berufsakademie in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt entstand. Und das ist immer noch, glaube ich, gut gewesen. Für die Hochschulen, weil der Topf ist endlich, also das ist völlig klar. Aber die Situation, dass in den neuen Bundesländern viele junge Menschen weggegangen sind, dass es auch nicht unbedingt die Akzeptanz gab, in den neuen Bundesländern zu studieren, hat uns in eine extrem schwierige Situation gebracht. Und dass wir dann, ich damals mit Jan-Henrik Olberts für die neuen Bundesländer, mit der Bundesministerin damals, Annette Schavan, dass wir damals verhandelt haben, den Hochschulpakt, mit Erfolg verhandelt haben. Mit dem Erfolg, dass die zusätzlichen Studierenden in den neuen Bundesländern zu 100% vom Bund finanziert wurden, samt Marketingkampagnen. Das, glaube ich, ist eine der großen solidarischen Leistungen, weil das zulasten auch der alten Bundesländer der dortigen Hochschulen ging. Das muss man deutlich sagen, dass man dort 50-50 finanziert hat. Wir haben es zu 100% finanziert bekommen. Und ich sage zur Kanzlerin immer, wenn überlegt wird, was sind demografische Herausforderungen, ist eigentlich fast die größte Leistung, die wir in der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf die demografische Entwicklung geschafft haben, dass wir nicht wie in den 70er Jahren, da gab es schon mal Berge, sagte man, von Studenten und eine Untertunnelung, das nicht gemacht haben, sondern dass durch den Hochschulpakt gesichert wurde, dass für die geburtenstarken Jahrgänge, und die waren halt in den alten Bundesländern sehr stark, in der Zeit die Zahl der Studienplätze und der entsprechenden Professoren, Lehrpersonal erhöht wurde und ja noch wird. Herr Willichmann, kostet über 20 Milliarden, ist also wirklich ein großes Paket, damit man die Chancen dieser Generation nicht beschneidet. Und die, die wir jetzt ausbilden, das sind die Juristen und die Mediziner und die Zahnärzte und all das, was wir in den 20er, 30er, 40er Jahren brauchen. Und dass Sachsen-Anhalt hier eine große Zahl von Studienplätzen zur Verfügung stellt, gemessen an der Landesgröße im Vergleich mit anderen Ländern, das, glaube ich, sieht man auch aus Sicht der Hochschulen so. Und ich denke, dass, wenn ich mir die Zahlen zu heute angeschaut habe, dass damals 2007, als es begann mit dem Hochschulpakt, 70% aller Studenten daher kamen, wo wir klassisch gelernt hatten, Fachhochschule, Kreis rundherum und 60, 70 Kilometer, 150 Kilometer, 70% aller Studenten sozusagen dieses regionale Einzugsgebiet haben und heute über 50% von weiter herkommen und auch international. Das, glaube ich, ist auch eine starke Leistung, die man an dieser Hochschule geschafft hat. Und so etwas wie das Orientierungssemester wollte ich schon immer. Finde ich sehr schön, dass das jetzt hier erprobt wird, weil wir haben zu hohe Abbrecherzahlen. Generell im studentischen Bereich, an den Fachhochschulen ein bisschen weniger als an den Unis, aber es ist noch zu hoch. Und Internationalität wurde genannt. Im Moment haben wir sind wir das drittbeliebteste Land für Studierende auf der Welt. Wir haben Rekordzahlen, so viel gab es noch nie von ausländischen Studierenden, die in der Bundesrepublik Deutschland studieren. Und wenn man sich anschaut, welche Fächer, dann ist natürlich klar, Germanistik machen viele gern, aber es ist ganz deutlich bei den internationalen Studierenden, wir haben einen höheren Anteil, die in die technischen Disziplinen gehen. Das heißt, deutsche Ingenieurkunst ist immer noch ein ganz, ganz wichtiger Grund, um in Deutschland zu studieren. Und deswegen denke ich, dass man aus dem Fund, hier in dieser Chemieregion zu sein, und ich finde auch, dass erinnert wurde an das Deutsche Chemiemuseum, damals hieß es noch nicht so, aber dass es hier in der Region, und das waren einige wenige, Herr Jansson war immer heftig dafür, dass wir hier etwas geschafft haben, was in Bitterfeld nicht funktioniert hat. Wir haben in einer Situation Anfang der 90er Jahre, wo jeder damit beschäftigt war, wie kannst du dein Leben gestalten, wie kannst du Arbeit bekommen, in der Situation systematisch riesen technische Anlagen aus Leuna und Buna identifiziert und gerettet. Und das waren eben nicht solche Geräte, sondern 60 Meter hoch und anderes. Also die konnte man nur mit viel Geld sanieren und haben damit Industriedenkmale, die es auf der ganzen Welt so nicht gibt.
die zum Teil das allererste Mal hier in der Region gelaufen sind, hierher geholt. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass dieses Deutsche Chemiemuseum auch wirklich, ich weiß nicht, wie die finanzielle Situation im Moment ist, wahrscheinlich schwierig, aber so klang es vom Landrat. Aber ich glaube, das ist, lieber Herr Kirps, und Sie haben als einer Ihrer Schwerpunkte für die nächste Amtszeit gesagt, Internationalisierung. Und ich denke, hier hat man eine Chance. Chemie in dieser Region, das ist etwas, was weltweit ein Begriff ist. Ich denke, dass der Punkt, der wichtig ist für die Zukunft, die Zahlen der Studierenden, wir können jetzt diskutieren, wann gehen sie wieder wie runter, ab 2023 oder dauert es noch ein bisschen. Es wird nicht einfach für Fachhochschulen, die nicht ganz zentral liegen, die sozusagen genügend Studierende zu haben auf Dauer. Und wir haben ein Thema, Industrie 4.0, Digitalisierung, wo wir im Moment einen Vorsprung haben vom Rest der Welt von 2 Jahren. Das sind aber unsere großen Player, das ist Bosch und BASF und andere. Wenn wir diesen Vorsprung halten wollen, funktioniert nur, wenn es in die Fläche geht, wenn wir wirklich die kleinen und mittleren Unternehmen erreichen. Das heißt, das Thema Weiterbildung in der Digitalisierung, das sind ganz zentrale Themen, nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Wirtschaft. Und wir sollten, ich kämpfe dafür, nicht die Fehler machen der 90er Jahre. Also zum einen, glaube ich, ist wichtig Weiterbildung im Beruf, um nicht erst arbeitslos zu werden, sondern wir müssen mit der Wirtschaft zusammen Angebote so haben, dass die Menschen in Arbeit bleiben, dass ihre Qualifikation noch zählt und ein klassischer Maschinenbauer weiß, mit dem, was ich dazulerne, bin ich für die nächsten Jahre leistungsfähig. Und dass wir nicht die Situation haben aus den 90er Jahren. Da war es Milliarden, die für Weiterbildung und Profilierung ausgegeben wurden. Und was ist entstanden? Ein Monopol. Die Fachhochschulen haben in der Regel gar nichts davon gehabt, obwohl sie eigentlich in der Lage wären. Wer kann denn am besten einen Elektrohandwerker, Meister oder so etwas sozusagen top ausbilden, immer wieder durch Weiterbildung vermitteln, was ist der neueste Stand? Das ist alles an den Fachhochschulen vorbeigegangen. Und wir haben Unmengen an Floristinnen und anderes ausgebildet und nicht ausgebildet für eine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Und diese Chance, da müssen wir jetzt gemeinsam politisch kämpfen, dass bei dem großen Topf Weiterbildung Geld auch an die Fachhochschulen geht, damit das in den Curricula ist und damit zusätzliches Geld vorhanden ist, weil das können die Fachhochschulen auf einem viel höheren Niveau als der eine oder andere, der natürlich Kurse anbieten kann. Und da sehe ich gerade hier in der Region für die regionale Ausstrahlung und für das, was hier stattfindet, eine große, große Notwendigkeit und auch eine große Chance. Vorletzte Bemerkung. 90 war eine der Thesen, die an vielen Stellen transportiert wurden, dass das mit den insbesondere Universitäten noch stärker, Fachhochschulen wurden ja dann neu gegründet, Universitäten in den neuen Bundesländern, dass das nicht so richtig hinhaut, dass dort viel zu viel Nähe zur Wirtschaft ist, zur Industrie und viel zu wenig Humboldt. Das hat man uns jahrelang gesagt, das gab also heftige Bewegungen und Diskussionen. Heute sind wir auf dem anderen Trip, dass wir uns wirklich überlegen, was sind Möglichkeiten, um noch eine stärkere Anbindung, also Grundlagenforschung ist zwingend notwendig, ohne auf die Verwertbarkeit zu schauen, also völlig zweckbar, ein großes Maß an Grundlagenforschung haben wir auch in Deutschland, aber wir brauchen auch dann, wenn Ideen sind, die stärkere Anbindung. Und deswegen ist dieser Gedanke Transfer außerordentlich wichtig und die Fachhochschulen sind der geborene Partner für die kleinen und mittleren Unternehmen, für die angewandte Forschung. Wir haben den Konstruktionsfehler, dass wir bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft Milliarden haben, die aber sehr wenig für die Fachhochschulen greifbar sind. Ist manchmal auch Schuld der Fachhochschulen, aber es ist so. Und deswegen einige Bemerkungen, was ich versuche, und ich muss nicht agitiert werden, wie wichtig Fachhochschulen sind, was sind die Besonderheiten, was sind die Probleme. Einige Punkte, wir haben ein Programm Forschung an Fachhochschulen. Das habe ich damals mit Annette Schaban noch verhandelt. Da haben wir in den letzten 10 Jahren die Summen, die wir da zur Verfügung stellen, versechsfacht. Wir haben FH Impuls mit über 100 Millionen. Ich hätte mir gewünscht, dass meine ehemalige Hochschule eine von den 10 ist. Das hat nicht ganz funktioniert. Aber im Moment haben wir ein riesengroßes Programm Innovative Hochschule, wo natürlich Anträge aus dieser Hochschule auch gekommen sind. Und ich glaube, wir bekommen das erste Mal bundesweit ein Netz für Innovationsstandorte. Wenn wir dieses Programm, 90% finanziert der Bund, 10% die Länder, innovative Hochschule. Aber ich habe bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft nach langen Diskussionen 2 Programme erreicht. Und zwar das eine,
dass wenn eine Graduiertenschule besteht, zum Beispiel von der Martin-Luther-Universität oder von wem auch immer, und man hat zum Beispiel im Ingenieurbereich oder im naturwissenschaftlichen Bereich einen FH-Absolventen, der gerne promovieren möchte, der thematisch dort reinpasst, dann zahlen wir das immer zusätzlich. Das heißt also, die Chance, die geeigneten jungen Leute, die jetzt promovieren möchten, nicht lange Diskussionen, sondern sofort die Möglichkeit in diesen Graduiertenkollegs. Problem ist, sagt mir der DFG-Präsident leicht lächelnd, wird gar nicht genützt. Also da, meine liebe Damen und Herren, finde ich, muss man kann immer über morgen und was wir alles ändern wollen reden, aber man sollte die Chancen, die jetzt auf dem Tisch liegen, auch nutzen. Und das gilt nicht nur für dieses Programm, sondern auch für ein weiteres. Und ich werde am Donnerstag die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder in Bad Muskau treffen mit der Bundeskanzlerin und ein neues Angebot machen, also ist schon fertig, über Forschungsförderung in den neuen Bundesländern, was ideal ist, glaube ich, für viele Player, gerade im Fachhochschulbereich. Und trotzdem werden Sie jetzt sagen, Exzellenzstrategie bei den Universitäten, Tenure-Track-Programm, wo wir für 10 Jahre die Professuren finanzieren. Wir brauchen auch für die Karrieremöglichkeiten an den Fachhochschulen ein großes Programm. Wir haben gesagt, wir warten ab, bis der Wissenschaftsrat seine Empfehlungen macht. Die liegen auf dem Tisch seit dem letzten November. Und ich habe, sage ich jetzt in Richtung Minister, ich habe, damals war er noch nicht, also ist schuldlos. Und damals gesagt, jetzt liegen die Empfehlungen auf dem Tisch, jetzt sollten wir uns zusammensetzen und überlegen, was machen wir daraus für ein Programm. Der Bund will nicht nur Tenure-Track ist 1 Milliarde für die Universitäten, für die Karrieremöglichkeiten, sondern für Karrieremöglichkeiten für Fachhochschulprofessuren, besonders in Fächern, wo wir gar nicht an den Universitäten die entsprechenden Studiengänge haben. Die Problemlage ist sehr unterschiedlich, es hängt von den Fächern ab, also ist sehr, sehr differenziert. Ich glaube, wir kriegen da einen Instrumentenkasten und ich werde diese Woche am Donnerstagabend beim Kaminabend mit meinen Landeskollegen, also auch mit Ihnen, reden darüber und nochmal dieses Angebot machen. Und ich hoffe, dass mir jetzt nicht wie im November gesagt wird, wir müssen das erstmal sacken lassen und uns das alles angucken, sondern dass wir jetzt dazu kommen, damit die Fachhochschulen Sicherheit haben, bevor wir dann Wahlen und anderes haben. Sie wissen, es ist immer besser, vorher das in der Hand zu haben. Und deswegen glaube ich, dass wir für die Personalgewinnung an Fachhochschulen auch wie bei den Universitäten jetzt einen entscheidenden Schritt, einen Strukturwandel zum Teil anregen müssen. Ja, sehr geehrter Herr Kirps, ich wusste auch nicht, wie viele Jahre das schon Prorektor sind. Also ist wirklich eine sehr beachtliche Bilanz. Also ich habe überlegt, wer noch so lange im Amt ist, ist mir nicht so schnell, also jetzt einschlägig in dem Bereich, eingefallen. Und ich glaube, man kann Ihnen dazu gratulieren, weil eine Hochschule, wie gesagt, ein Senat, das sind manchmal nicht viele Leute, aber es ist trotzdem schwierig, die entsprechenden Mehrheiten zu bekommen. Und das ist vielleicht beim ersten Mal nicht so schwierig wie dann, wenn man wiedergewählt werden will, weil man ja dann Verschiedenes nicht immer alle erfreut hat gleichermaßen. Und deswegen glaube ich, dass die Wiederwahl etwas ist, wozu man Ihnen gratulieren kann. Und ich denke auch die Schwerpunkte, die Sie gesetzt haben, Digitalisierung und Internationalisierung, dass das entscheidende Schwerpunkte sind für die Hochschullandschaft der Zukunft. Und wenn wir heute uns freuen über das 25-jährige Jubiläum, dann glaube ich, können wir sagen, es ist an dieser Hochschule gelungen, in den letzten 25 Jahren Herausforderungen auch immer als eine Chance zu sehen. Und es sind viele Erfahrungen gesammelt worden, wie man damit umgeht, sodass ich glaube, wir haben eine gute Chance, auch die nächsten 25 Jahre hier an dieser Hochschule erfolgreich zu bestehen. Und ich danke allen, die in den letzten Jahren, an welcher Stelle auch immer, an dieser Hochschule gearbeitet haben und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Danke. Vielen Dank, Frau Wanker. Ich möchte wenigstens, ich weiß zwar, dass Sie es nicht so mit der Sportaffinität haben, aber mal aus dem Sport einen Begriff verwenden. Zwei Steilvorlagen möchte ich gerne ummünzen. Die erste Steilvorlage, Sie sprachen das an mit Berufsschullehrer. Da kann ich Ihnen sagen, dass wir seit 2 Jahren gemeinsam mit der Otto-von-Guericke-Universität in Kooperation das Projekt Ingenieurpädagogik haben, ein gemeinsamer Studiengang. Ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg, Frau Schäffler. Ja, sind wir auf dem richtigen Weg. Und die andere Steilvorlage betraf das Chemiemuseum. Und Sie sprachen von der Finanzierung.
Ich kann Ihnen sagen, wer das zurzeit finanziert. Ausschließlich zu 100% die Hochschule Merseburg. Auch das muss sich mal ändern, Herr Ministerpräsident. Ich denke, da sind wir uns einig. So. Womit ich jetzt nicht gemeint habe, dass ich aus der Schatulle des Ministerpräsidenten das Geld haben will, aber ich denke, Herr Ministerpräsident hat vielleicht die Möglichkeiten, uns da zu unterstützen, dass auch andere Finanziers damit rankommen. Es sollte nicht aus dem Landeshaushalt, so habe ich das nicht gemeint. Aber wenn da was kommt, wäre ich auch nicht böse drum. Liebe Frau Wanka, Sie vergessen ja ohnehin den Jahrestag der Gründung der Hochschule Merseburg eigentlich nie, können Sie gar nicht vergessen. Weil, darf ich das jetzt sagen, weil das ja auch Ihr Geburtstag ist. Und deswegen nochmal nachträglich meinen allerherzlichen Glückwunsch. Aber Sie hatten ja schon etliches erwähnt, ich will gar nicht mehr so viel noch ergänzen. Sie waren ja 1994 die erste gewählte Rektorin unserer Hochschule Merseburg als Nachfolgerin des Gründungsrektors Professor Teschke. Und Sie haben dieses Amt bis zu Ihrer kurzfristigen Berufung als Ministerin für Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg bis im Oktober 2000 hier ausgeübt. Unter Ihrer Führung gehörte die Hochschule Merseburg zu den ersten Hochschulen des Landes, die zuerst in einem Pilotprojekt, Sie hatten es erwähnt, und dann auf die Dauer eine eigene Budgetierung eingeführt hat. Und ich weiß, Herr Dr. Jansson, Frau Wanka, ich kam ja dann erst ein bisschen später ins Rektorat, also da ging es oft in den Rektoratssitzungen drum, über dieses Projekt. Und in Ihrer Amtszeit, Frau Wanka, wurden auch wichtige Grundlagen für die heute noch zu unseren absoluten Stärken zählende enge Kooperation zwischen der Hochschule und den Unternehmen und Einrichtungen der Region gelegt und auch für die wissenschaftliche Weiterbildung. Ich möchte hier nur erinnern an die Fernstudienbrückenkurse, die es Mitte der 90er Jahre Fachhochschulingenieurinnen und Ingenieurinnen der ehemaligen DDR ermöglicht, die noch keine 5 Jahre Berufspraxis hatten, in einem 2-jährigen Aufbaustudium ihr FH-Diplom zu erwerben. Frau Professor Wanka setzt sich auch in der Zeit sehr dafür ein, dass das Modell des dualen Studiums, hatten Sie auch erwähnt, zusammen mit der Hochschule Magdeburg-Stendal, damals noch, glaube ich, rein Hochschule Magdeburg, ich glaube, Stendal kam erst später an, du musst das ja besser wissen als ich, dass wir nicht dieses Modell von den alten Bundesländern, gerade Baden-Württemberg, übernommen haben, sondern dass wir dieses duale Studium direkt an den Fachhochschulen angesiedelt haben, um auch effizient zu sein und um auch Geld in der Landeskasse zu sparen. Wir hatten den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, damals hieß er noch Technische Betriebswirtschaft und an der Hochschule Magdeburg-Stendal war es, glaube ich, der duale BWL-Studiengang. Es waren die ersten dualen Studiengänge hier in Sachsen-Anhalt. Wir haben damals es geschafft, Frau Wanka, das war eine Idee, die Mitarbeiter von uns mitbrachten aus der Ukraine waren es, eine sogenannte Wissenschaftler-Nachwuchskonferenz zu etablieren. Wir haben in diesem Jahr die 17. Auflage, also so schlecht kann dieses Modell gar nicht gewesen sein. Wir haben damals die erste Nachwuchswissenschaftler-Konferenz, die Vorbereitung, da waren Sie noch dabei bei der Durchführung im Januar 2001, da waren Sie schon in Brandenburg, die haben wir hier vorbereitet. Und das war damals eine Veranstaltung der Hochschule Merseburg. Heute, dann war das eine Veranstaltung von Sachsen-Anhalt. Inzwischen ist es eine deutschlandweite Veranstaltung. Tendenz steigen, immer mehr Bundesländer beteiligen sich daran. Und Sie hatten es schon erwähnt, Frau Wanka, Sie haben auch wesentliche Akzente gesetzt, dass wir heute davon reden können, wir haben einen Campus im Grünen. Ich will nicht damit werben, sonst mache ich unserer befreundeten Hochschule in Magdeburg Konkurrenz. Ja, aber wir haben einen Campus in Grün, gerade jetzt, Anfang April, wenn man rausschaut, wunderbar. Und auch als Ministerin, Frau Wanka, haben Sie in den verschiedenen Ämtern, die Sie in den letzten 15 Jahren besetzt haben, sich des Öfteren hier, waren Sie des Öfteren hier an unserer Hochschule, auch wenn Ihr Terminkalender immer ziemlich voll war, Sie haben es sich nicht nehmen lassen, bei wichtigen Ereignissen hier zu sein. Ich erinnere nur, gemeinsam damals mit Herrn Olberts, ich erinnere mich deshalb besonders gut, weil Herr Olberts dann auch noch eine halbe Stunde zu spät kam und da musste man so schmunzeln drüber, als damalige Ministerin in Brandenburg die 10. Wissenschaftler-Nachwuchskonferenz hier zu begleiten oder vor 2 oder 3 Jahren war es, glaube ich, gemeinsam mit unserem Ministerpräsidenten, als wir den 100.000. Schüler hier in unserem Projekt Chemie zum Anfassen begrüßt haben. Und deswegen, Frau Wanka, möchte ich Sie noch mal ganz kurz bitte nach vorne bitten. Deswegen, Frau Wanka, möchte ich Ihnen auf Entscheidung des Senates der Hochschule Merseburg, ich verlese mal die Urkunde, folgende höchste Ehrung, die Hochschule Merseburg hat verleihen,
Frau Bundesminister Prof. Dr. Johanna Wanka wird die Würde Ehrensenatorin der Hochschule Merseburg anlässlich des 25-jährigen Jubiläums in Anerkennung ihrer großen Verdienste für die Entwicklung der Hochschule Merseburg verliehen. Liebe Frau Prof. Wanka, vielen, vielen Dank. Wollt ihr keine Zeit? Okay. Und damit Sie sich auch daran erinnern, an unser schönes Gebäude, das ist eine Künstlerin aus unserer Hochschule, die Frau Thiel, die für uns das immer anfertigt, auch als Erinnerung noch. Ja, gerne, schön. Und da Sie ja auch Geburtstag hatten, noch einen Blumenstrauß. Vielen, vielen Dank. Und Frau Wanka, noch einen Hinweis. Wenn Sie, ich sage nicht die Nase voll haben, sondern wenn Sie dann aus der Bundespolitik mal ausscheiden sollten, und Sie wohnen ja jetzt in Sachsen-Anhalt, wir haben jeden vierten Donnerstag im Monat unsere Senatssitzung. Sie sind herzlich eingeladen. So, es wurde ja schon viel über unsere Alumni-Absolventen geredet. Und wir haben in den letzten 25 Jahren, ich denke, doch sehr viele junge Menschen zum Diplom, zum Bachelor, zum Master oder in Kooperation mit einer Universität auch zum Doktor geführt an unserer Hochschule. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, auch nochmal mich bei unseren Kolleginnen und Kollegen zu bedanken für die Förderung unserer Studierenden und möchte mich auch bei den Absolventen unserer Hochschule bedanken, dass sie, und das kann ich hier wirklich mit Fug und Recht behaupten, sich auch sehr häufig daran erinnern, wo sie mal studiert haben, sehr oft den Weg zu uns finden. Und wir möchten auch heute, und das finde ich besonders schön, möchten auch vier Alumni noch mal ein paar Worte an Sie richten, die hier bei uns in den unterschiedlichen Studiengängen studiert haben. Aus dieser Hochschule sind hervorragende Absolventen hervorgegangen. Herr Ministerpräsident, wir waren zum Beispiel, ich glaube, vor anderthalb oder zwei Jahren bei der zehnjährigen Jubiläumsfeier bei Herrn Gollmann, einer der erfolgreichsten Unternehmer, die aus der Hochschule hervorgegangen sind. Ich habe vorhin schon einige mit Vergangenheit Hochschule Merseburg hier begrüßt. Und ich möchte jetzt auch um die Glückwünsche bitten der Alumni, die hier auch in ihrem Programm festgehalten sind. Ich möchte ganz kurz etwas dazu sagen. Zum einen Frau Prof. Dr. Doreen Schwinger von der Akkad University. Frau Schwinger hat bei uns im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich denke, das wird sie dann noch selber sagen, was sie gemacht hat. Dann als zweiten Herrn Prof. Dr. Bocek, der jetzt als Dekan an der Hochschule Anhalt tätig ist. Des Weiteren Absolvent, ein Ingenieur, damals noch, waren das noch damals Elektrotechnik oder war schon IKS? War noch Elektrotechnik, Herr Bocek, ja? Heute ist das alles in unserem großen Fachbereich Ingenieur- Naturwissenschaften. Des Weiteren Herrn Brückner, heute Kulturamtsleiter der Stadt Weißenfels und er hat bei uns im Fachbereich Soziale Arbeit, Medien und Kultur studiert. Und dann haben wir noch den Andy Haug, heute Bürgermeister der Stadt Hohenmösen. Nach seinem Studium war er auch erfolgreicher Unternehmer, also er kennt sowohl die Hochschule, er kennt die Unternehmen, er kennt die Kommunalpolitik. Und diese vier Absolventen werden uns jetzt noch einiges über sich und über ihre Beziehung zur Hochschule Merseburg erzählen. Ich bitte zuerst Frau Schwinger zu uns. Ich möchte heute der Fachhochschule Merseburg, allen hier Beschäftigten, auch allen ehemaligen Beschäftigten, natürlich allen Studierenden, aber auch allen Gästen, die heute zu diesem Jubiläum gekommen sind, ganz herzlich zu 25 Jahren Fachhochschule Merseburg oder Hochschule Merseburg gratulieren. Ohne die Hochschule Merseburg wäre ich nie so weit gekommen. Ich würde heute nicht vor Ihnen stehen als Professorin der Akkad University. Und ich freue mich sehr, dass ich heute dieses Jubiläum gemeinsam mit Ihnen hier feiern kann. Ich habe der Hochschule Merseburg sehr viel zu verdanken. Zunächst habe ich, wie der Professor Körbs schon gesagt hat, hier einen Grundstein für meinen Werdegang gelegt, indem ich BWL am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften studiert habe. Und wenn ich so drüber nachdenke, war das damals eigentlich
eher nur eine Notlösung für mich. Das glaubt heute keiner mehr, aber ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance hatte und dass ich diese Chance auch ergriffen habe. Aufgrund der Größe der Hochschule und der Nähe zu den Professoren und Dozenten, und das ist ein ziemlich großer Vorteil dieser Hochschule, konnte ich schon während meines Studiums Kontakte knüpfen. Ich war schon bei dem ein oder anderen Professor damals als Hiwi tätig. Und dann habe ich nach dem Studium nahtlos die Möglichkeit bekommen, im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften bei Professor Tempel, der heute auch hier ist, Dankeschön, als wissenschaftliche Mitarbeiterin anzufangen. Und zwar im Bereich Logistik, in dem ich auch heute an der Arcad University noch tätig bin. Zu dieser Zeit haben auch wir uns kennengelernt, nämlich im Rahmen der Forschungskommission, die Sie damals als Prorektor geleitet haben. So schaffte ich es, mit Hilfe von Professor Tempel, aber auch der gesamten Hochschule, in dem ich hier beschäftigt sein konnte, mein Promotionsverfahren erfolgreich abzuschließen. Und zwar ja, als FH-Absolventin, das war zu dieser Zeit absolut keine Selbstverständlichkeit, wie wir das heute auch schon erfahren haben, und stehe nun heute hier als Professorin für Logistik und gebe meinen Studierenden oder also den berufstätigen Studierenden unserer University genau das weiter, was ich hier an der Hochschule Merseburg gelernt habe. Zwar um die ein oder andere neueren Entwicklung, die es auch im BWL-Bereich gibt, erweitert. Aber nichtsdestotrotz, die fachlichen Dinge gebe ich auf jeden Fall weiter. Andererseits betreue ich aber auch die Studierenden in unserer University genauso intensiv, wie ich damals hier an der Hochschule Merseburg betreut wurde. Dafür vielen Dank nochmal. Ich freue mich immer wieder, wenn ich hier an die Hochschule Merseburg kommen kann, sei es, um in die Bibliothek zu gehen, denn nichts ist wichtiger, als kompetente, auskunftsfähige Mitarbeiter, Ansprechpartner in einer Bibliothek oder um vielleicht ehemalige Kollegen zu treffen, was zugegebenermaßen in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden ist, aber auch im Namen von Alumni-Treffen, um zu sehen, was aus den ehemaligen Mitkommilitonen geworden ist. Und da muss ich sagen, sind bei sehr vielen sehr gute, sehr ereignisreiche Karrieren herausgekommen. Und genau das hat mich heute dazu veranlasst, hier zu sein, meine Glückwünsche auszusprechen und immer gern wieder an die Hochschule zu kommen. Und deswegen herzlichen Glückwunsch an alle. Sehr geehrte Damen und Herren und besonders lieber Professor Kürbs, als ich vor einigen Wochen die Einladung erhalten habe, heute hier zu sein, habe ich mich sehr gefreut, auch wenn Sie natürlich wissen, dass heute in Köthen der erste Lehrveranstaltungstag ist und ich sozusagen gleich die erste Lehrveranstaltung verschieben musste. Trotzdem, ich glaube, daran erkennen Sie, wie wichtig mir auch die Hochschule Merseburg geworden ist über die Jahre. Sie hat ganz wesentlich meine Biografie beeinflusst, und zwar in zwei Richtungen. Das erste natürlich während des Studiums von 1996 bis 2000. Sie hatten es schon erwähnt, ich habe im damaligen Fachbereich, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber zumindest die Elektrotechnik mit der Spezialisierung Nachrichtentechnik studiert und konnte dann dort, dank Frau Dr. Meister, die auch dort sitzt, nochmal vielen Dank, die Grundlage schaffen, um sozusagen die ersten Beziehungen mit dem Dublin Institute of Technology zu knüpfen, welches mir dann nach einem, ich will es nicht sagen Ausflug, aber zumindest einen Weg in die Entwicklungsabteilung, in die Sonotec auch hier. Vielen Dank, Herr Münch und Dr. Zürst-Meyer, die mich dort tatkräftig unterstützt haben, wieder zurückzukommen zur Hochschule Merseburg und dann die kooperative Promotion zwischen 2005 bis 2009 auch erfolgreich abzuschließen. Es war ein sehr interessanter Weg bis dahin. Wie gesagt, die Biografie ist ja nur ein kleiner Teil davon. Heute bin ich sozusagen Professor für Technische Informatik seit 2011 am Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Anhalt und derzeitig dort Dekan. Nichtsdestotrotz gibt es sehr gute Beziehungen nach wie vor zur Hochschule. Wir haben ein enges Forschungsprojekt, unter anderem auch mit Kollegen Heuer. Wir haben
im Fernstudium einige Kollegen aus Ihrer Hochschule bei uns zu Gast. Derzeit betreue auch ich sozusagen eine Abschlussarbeit hier mit Kollegen Helm. Und ich möchte eigentlich die Gelegenheit nutzen und dann auch zum Abschluss kommen, mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben auch meinen Weg ganz entscheidend mitgeprägt. Sie haben in der Forschungskommission die entsprechenden finanziellen Mittel für die wissenschaftliche Mitarbeiterstelle bereitgestellt. Und dafür bedanke ich mich nochmal an diesem Tag. Ansonsten auch wenn ich jetzt nicht alle nennen kann, vielen Dank an den Kollegen Professor Becker, Herrn Schölzel und auch viele anderen, wie gesagt, ohne jetzt einen zu vergessen. Dankeschön, herzliche Glückwünsche zum 25-jährigen Jubiläum. In Köthen haben wir letztes Jahr 25 Jahre Hochschule Anhalt gefeiert. Das war schon sehr schön und ich denke, das ist auch ein schöner Anlass. Also alles Gute für Sie, für Ihre Hochschule und für die Zukunft der Hochschule. Sehr geehrte Frau Professor Dr. Wanka, sehr geehrter Herr Dr. Haselhoff, sehr geehrter Herr Professor Dr. Willingmann, sehr geehrter Herr Professor Dr. Kirps, liebe Gäste, ich darf Sie nun auf eine ganz kurze Reise mitnehmen, die anlässlich des 25. Geburtstages meine Sicht auf die Hochschule Merseburg beleuchtet und zeigt, was diese aus mir gemacht hat. Kurz zu mir, ich bin Kulturamtsleiter der Stadt Weißenfels. Ich studierte Kultur- und Medienpädagogik in den Jahren 2000 bis 2005 mit dem Schwerpunkt Kulturmanagement. Es gab zwei Gründe, weshalb ich mich vor rund 17 Jahren für die Hochschule Merseburg entschied. Erstens, ich musste mein geliebtes Heimatstädtchen Weißenfels nicht verlassen. Zweitens, der wahrscheinlich etwas wichtigere Grund, die spannende und sinnvolle Verbindung zwischen Kultur und Medien. Seit 2005 bin ich nun Diplom-Kulturpädagoge, FH. Unmittelbar nach dem Studium bekam ich eine Anstellung in Halle und später in Chemnitz als Eventmanager. Nach leichter Unzufriedenheit und einem unnachgiebigen Drang, das kulturelle Leben meiner Heimatstadt zu bereichern, bot sich die Möglichkeit, eine kleine Kulturinsel bestehend aus Irish Pub, verschiedenen Veranstaltungsflächen und einer Dauerausstellung zum 30-jährigen Krieg und dessen Folgen in Weißenfels in einem geschichtsträchtigen Haus in Weißenfels zu eröffnen. Gemeinsam mit meinem Vater, der übrigens auch hier studierte, tat ich dies im Februar 2006. Im März 2008 wandte ich mich einer neuen Herausforderung zu. Ich bekam die Chance, meine Fähigkeiten in der Stadtverwaltung Weißenfels als Kulturamtsleiter unter Beweis zu stellen. Dies bedeutete erstmal eine erhebliche Umstellung für mich und vor allem meinen Organismus. Frühes Aufstehen, Termineinhaltung, Vorgesetzte und Verwaltungsstrukturen. Aber auch ab und zu mal einen pünktlichen Feierabend zu haben. Der ein oder andere Entscheidungsweg war für mich eine Herausforderung und sorgte manchmal für Verwunderung. Aber nach nun 9 Jahren fühle ich mich so langsam aber sicher eingearbeitet. Die Hochschule gab mir also das Rüstzeug zum Eventmanager, zum Gastronom und Kulturinselbetreiber und zum Kulturamtsleiter. Für die Stadt Weißenfels und für die gesamte Region des südlichen Sachsen-Anhalts ist der Hochschulstandort Merseburg ein immenser Gewinn. Mir ist es gelungen, den Draht zur Hochschule nie abreißen zu lassen. Nicht zuletzt aufgrund stetiger positiver Resonanzen meiner damaligen Dozenten. Allein im Kultur- und Tourismusbereich entstanden zahlreiche gewinnbringende und zum Teil sogar stadtbildprägende Kooperationen. Vor allem seit Beginn meiner Kulturamtsleitertätigkeiten sind viele Projekte entstanden. Exemplarisch seien die gemeinsam mit Frank Fenske, Thomas Tiltmann und Christian Siegel gestalteten Museumsnächte in Weißenfels und der Geschichtspfad unter Betreuung von Alfred Georg Frey benannt. Aber auch die Hochschule Merseburg kam nicht nur nach Weißenfels, auch ich kam nochmal zurück. Und zwar kam ich in den Genuss einer kleinen Einzelführung durch die neuen Räumlichkeiten des Fachbereichs Soziale Arbeit, Medien und Kultur und ertappte mich bei dem Wunsch, doch noch einmal studieren zu wollen. So sehr beeindruckten mich die Veränderungen. Ich wünsche der Hochschule zum 25. Geburtstag eine erfolgreiche Weiterführung der hervorragenden Arbeit und noch mehr Strahlkraft in die Region hinein, verbunden mit zahlreichen gewinnbringenden Kooperationen. Immer extrem engagiertes, unkompliziertes und kreatives Personal, so wie ich es kennenlernen durfte hier. Eine stets auskömmliche Finanzierung im Sinne des Auftrages der Hochschule und nicht zuletzt viele motivierte und vor allem wissensdurstige Studenten. Sehr geehrte Damen und Herren, es war mir eine große Freude, hier heute sprechen zu dürfen. Alles Gute und herzlichen Dank.
Sehr geehrte Frau Bundesministerin, liebe Ehrensenatorin unserer Hochschule Merseburg, lieber Herr Ministerpräsident, lieber Herr Professor Körbs, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihnen allen ein herzliches Glück auf. Ja, wenn man nun am Ende einer solchen Rednerliste steht und weiß, dass eine Vorlesung auch maximal 90 Minuten geht und jetzt auf die Uhr da oben schaut, dann weiß man auch, dass man diese Bänke und diese Enge überhaupt nicht vermisst hat. Aber immer in die Hochschule wieder zurückzukommen, ist was Besonderes. Ich habe mich jetzt entschieden, die Hälfte von meinem Manuskript einfach mal zur Seite zu lassen, denn da gibt es noch ein paar angenehme Dinge, die heute hier folgen werden. Man hat mir auch 2 bis 3 Minuten vorgegeben und dem Bürgermeister nur 2 bis 3 Minuten zu geben, das funktioniert im Regelfall auch überhaupt nicht. Aber ich hatte ja vor kurzer Zeit schon oder vor nicht allzu langer Zeit die Möglichkeit, eine Festrede zur Immatrikulation im DUM zu Merseburg zu halten. Das war mir genauso eine Ehre wie heute hier vor Ihnen die Glückwünsche zum 25-jährigen Jubiläum der Hochschule auszusprechen. Ja, ich bin auch ein ehemaliger, Andy Haug. Und in einem Dreierjahr geboren, 1973, das soll doch bestimmt was Besonderes bedeuten. In dem wunderschönen Hohenmölzen, wer mich kennt, der weiß immer, dass ich das als heimliche Hauptstadt des Zeitz-Weißenfelser Braunkohlenrevier bezeichne. Auf die Verbindung Braunkohle und Hochschule komme ich noch. Ja, und nach Abitur und Berufsausbildung bin ich dann tatsächlich Student geworden. Das war im April, Herr Professor Korps, 1993. Also wieder eine 3. Frau Wanka, das war, glaube ich, Ihr Jahr, wo Sie Ihre Professur bekommen haben. Das heißt, wir sind uns fast unmittelbar begegnet, 94 dann als Rektorin. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, aber es waren bestimmt viel mehr Studenten hier in Merseburg, als dass wir uns da öfters begegnen konnten. Zu dieser doch sehr von Umbruch geprägten Zeiten, wo man eher im Seminarcharakter in den Hörsälen gesessen hat. Das war äußerst angenehm und der Professor kannte einen tatsächlich noch mit Namen. Und man merkt es wohl sehr genau, wenn man mal nicht zur Vorlesung war. Also hat man sich das lieber 2-mal überlegt und ist dann doch gegangen. Mit einem Jahr Unterbrechung. Das war ein Grundwehrdienst, das ging zum damaligen Zeitpunkt. 1 Jahr Unterbrechung habe ich dann bis 98 studiert. Und Sie haben was sehr Schönes gesagt, Frau Ministerin. Die Hochschule macht was mit den Biografien. Und ich habe immer überlegt, auch in Vorbereitung auf den heutigen Tag, was es mit unseren Biografien gemacht hat. Sehr viel. Denn schon meine Diplomarbeit, die habe ich dann vermittelt durch Professor Horst, Wirtschaftswissenschaften, Marketing, in einer Unternehmensberatung geschrieben. Und das war dann gleichzeitig auch mein erster Arbeitgeber. Und mit dem Rüstzeug aus der Betriebswirtschaft hier aus der Schule und den vielen, vielen praktischen Aufgaben vor Ort, ja, da wurde man so richtig gestählt gleich von Beginn an. Ja, die Selbstständigkeit. Im Jahr 2000 schon habe ich ein Unternehmen gegründet. Herr Professor Körbs, da sind wir in Kontakt gekommen. Wir haben uns dann ganz viel mit Existenzgründung aus der Hochschule heraus beschäftigt. Und das lief auch sehr erfolgreich. Bis zu 70 Mitarbeiter haben wir dann zum damaligen Zeitpunkt beschäftigt. Und vor allen Dingen, es gab immer diesen Kontakt zur Hochschule. Wir haben zahlreiche Projekte im Bereich Marketing, im Bereich Marktforschung gemacht. Und da war es immer wieder ganz gut, hierher zurückzukehren und sich so ein bisschen auch fachlichen Input zu holen für die doch praktische Arbeit. Ja, und seit 2011 Bürgermeister. Man muss ja nicht studieren, um Bürgermeister zu sein, aber es ist absolut vom Vorteil, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man an der Hochschule Merseburg studiert hat und dann Bürgermeister ist. Die ganzen Verbindungen, die es heute noch gibt, die weiß ich sehr zu schätzen. Und das ist eben auch in meiner Funktion nicht nur als Bürgermeister. Da machen wir eine ganze Reihe an Projekten. Und wenn ich schon von der Bergarbeiterstadt Hohenmölzen gesprochen habe, da gucken wir schon nicht nur zum Chemiestandort. Denn die Frage, wo ist der Chemie oder wie ist der Chemiestandort entstanden? Was hat man denn da zuerst verwertet? Sondern auch zum Wissenschafts- und Forschungsstandort Merseburg. Denn wir wollen ja aus unserem heimischen
Bodenschatz, Braunkohle noch richtig etwas tun. Aber auch als Direktor der Kulturstiftung Hohenmölzen, Herr Professor Körps, ich darf Sie da immer in meinem Kuratorium als Mitglied begrüßen, das ist ganz toll. Oder Herr Professor Martin, ich habe Sie gesehen, und Herrn Professor Frey, wir führen jährlich eine Sommerakademie mit jungen Absolventen von Hochschulen durch. Ich werbe dafür. Und Herr Professor Martin, unter anderem Frau Dr. Paatz, sitzen dort in der Jury mit und unterstützen uns bei dieser Arbeit. Ja, Regionenmarketing, lieber Herr Kollege Bühling, für Sachsen-Anhalt-Süd, das wird noch so ein Thema sein, was uns beschäftigt. Da haben wir noch ein dickes Brett zu bohren. Auch da ist die Hochschule ein guter Partner und vieles, vieles mehr. Was wir hier miteinander verbinden und wo es immer Sinn macht, dass man mit Hochschulen und vor allen Dingen mit so einer guten wie die Hochschule Merseburg in Verbindung bleibt. Da würden Sie heute sozusagen mit den 25 Jahren eine Silbermedaille bekommen. Ja, verbinden wir immer. Und der Wunsch, den ich heute mit auf den Weg geben werde, die Goldmedaille, die erleben wir auch noch in 25 Jahren. Ich komme wieder. Dankeschön. Die Veranstaltung hat die Hälfte ihrer Zeit schon überschritten. Keine Angst, war keine Drohung, keine Angst. Aber wir haben heute 25 Jahre Jubiläum der Hochschule Merseburg und gleichzeitig auch noch Amtseinführung. Und deswegen bitte ich den Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt, Herr Prof. Dr. Armin Willingmann, hier nach vorn. Und Herr unser Kuratoriumsvorsitzender, Herr Dr. Günther, bitte ihn zu assistieren, bitte. Frau Bundesministerin Wanka, Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren Abgeordnete aus Bundes- und Landtag. 2¼ Stunden dauert diese Veranstaltung jetzt. Sie überschreitet damit natürlich die durchschnittliche Dauer von Vorlesungen, jedenfalls an den Hochschulen, an denen ich studiert habe und die ich kenne. Kann sein, dass es in Merseburg etwas anders ist. Ich hoffe nicht. Meine Damen und Herren, in Ihrem Programm steht jetzt Investitur. Und normalerweise gehört zu einer richtigen Investitur irgendetwas Symbolisches. Reichsapfel und Zepter, eine Mitra, die man aufgesetzt bekommt, oder wenigstens einen Hermelin, den man umgehängt bekommt. Vielleicht im neudeutschen Verwaltungsstaat eine Urkunde, die ausgehändigt wird. Das sollte es doch mindestens sein. Und ich erkläre Ihnen gleich die Impotenz des Wirtschaftsministers. Ich habe nicht mal eine Urkunde dabei, denn die hat er schon. Und da steht mal wieder das deutsche Recht, vor allen Dingen das deutsche Beamtenrecht davor, denn das werden die meisten von Ihnen wissen, weil Sie Tag und Nacht darüber nachdenken. Diese Urkunde muss ausgehändigt werden, bevor der Dienst angetreten wird, spätestens aber an dem Tag, an dem der Dienst angetreten wurde. Und das war am 1. April für den Professor Kirps in seine zweite Amtszeit. Und deshalb hat er diese Urkunde schon vorwegbekommen. Ich hatte dann überlegt, ob ich einen Dummy mitbringe. Das macht man sonst auch schon mal. Aber es wäre der Würde des Anlasses hier nicht gerecht. Deshalb nutze ich die wundervolle Gelegenheit, der letzte Redner zu sein, um nochmal die komplette Historie dieser glanzvollen in Erinnerung zu rufen, denn die meisten von Ihnen wissen, Repetitio est mater studiorum, und damit würde wahrscheinlich der Effekt erst eintreten, wenn ich Ihnen das alles nochmal wiederhole. Allein auch mir fehlt dafür die Kraft. Deshalb lieber nicht, sondern nur 2 Aspekte. Und das gestatten Sie mir in aller Kürze. Jörg Kirps ist hier schon beschrieben worden als ein wunderbarer Mittler zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Und zwar schon dank seiner langjährigen Tätigkeit als Prorektor für Forschung. Und wir wissen das aus der kommunalen Politik, aber auch aus dem Land heraus. Er steht schon seit vielen, vielen Jahren, nicht erst in den 5 ersten Jahren seiner Amtszeit, er steht für die Verbindung mit den Unternehmen und mit der regionalen Wirtschaft. Und er hat gezeigt, dass nach dem Amt des Prorektors, mit dem er ja über viele Jahre bestens vorbereitet wurde auf das Rektorenamt, die Kontaktmöglichkeiten, die man sich dort erschlossen hat, auch weiterhin diejenigen sind, mit denen man eine Hochschule erfolgreich nach vorne bringt. Das geschieht hier seit vielen Jahren. Dafür darf ich mal auch namens des Landes herzlich Dankeschön sagen.
Und dann werden Sie noch etwas bemerkt haben. Fast alle, die aus der Hochschule herausgesprochen haben, jedenfalls wenn sie hier beschäftigt waren, sind ein bisschen traumatisiert. Das ist einmal dieses schöne Bild mit der 3 hinten, nicht 93, 2003, 2013. Ich will das gar nicht bemühen. Aber es ist ja unverkennbar, dass diejenigen, die 2 Strukturreformen über sich haben ergehen lassen, ein klein bisschen das Vertrauen verloren haben in die Zuverlässigkeit von Politik. Ich spüre das jetzt auch gelegentlich. Deshalb würde ich gerne versuchen, den Blick kurz nach vorne zu lenken und auch mal darauf aufmerksam zu machen, wie wir uns das jetzt in Kenia vorstellen, in dieser Landesregierung unter Führung des Ministerpräsidenten Dr. Haseloff und der sie tragenden Parteien aus CDU, SPD und Grünen. Wir halten nämlich im Moment Wort, was Hochschulen betrifft. Wir halten Wort bei der Weitergabe der BAföG-Mittel, die den Hochschulen unmittelbar jetzt in die Grundfinanzierung hineingelangen. Und wir halten auch Wort, Frau Ministerin Wanker, das wird Sie freuen, bei der Verteilung der Hochschulpaktmittel, die nämlich nicht irgendwo im Landeshaushalt verschwinden, sondern die tatsächlich den Hochschulen unmittelbar zugutekommen. Und wir werden Wort halten bei der Hochschulgesetznovelle, die noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden soll. Und da möchte ich ein Thema ansprechen. Ich tue es auch mit Blick auf den LRK-Präsidenten besonders gerne. Da werden wir in den Blick nehmen, wie das denn so ist mit dem Transfer und mit den wirtschaftlichen Aktivitäten von Hochschulen. Und ich sage das ganz deutlich nochmal, im nördlichen Landesteil konnte man es heute lesen, in der Tageszeitung, im südlichen vermutlich bald auch. Ich persönlich bin ein großer Anhänger davon, dass Hochschulen sich unternehmerisch betätigen. Dafür müssen wir ihnen aber das Rüstzeug geben. Das heißt, wir müssen unsere Bürokratie abbauen, das Hochschulgesetz an dieser Stelle modernisieren. Wir müssen Beteiligungsmöglichkeiten schaffen und wir müssen das Dienstrecht ändern. Wir müssen nämlich schauen, dass Professorinnen und Professoren auch unternehmerisch tätig werden können. Lassen Sie uns das mal gemeinsam versuchen. Und dann bin ich ziemlich sicher, wird auch hier von Merseburg aus nochmal ein neuer Schub in Richtung Gründungskultur gehen. Also ein Versuch mit Politik und in diesem Punkt sogar mal ganz ohne, dass man Geld einsetzen muss, mit Politik etwas zu gestalten. Da hilft dann vielleicht auch, dass in der Tat die Geschichte oder die Vorgeschichte dieses Ministers nicht unmittelbar aus der Politik stammt, sondern aus der Hochschullandschaft. Ich gebe mir jedenfalls recht Mühe. Und dann noch etwas. Wenn wir etwas wissen, und das weiß ich nun aus 13 Jahren an anderer Stelle im Wissenschaftssystem dieses Landes, wenn wir etwas wissen, dann ist es, dass Hochschulen Verlässlichkeit brauchen. Verlässlichkeit, Vertrauen in die Politik, in das, was der politische Raum gestaltet, Verlässlichkeit übrigens auch in Leitungskräfte. Deshalb freut es mich, dass Jörg Kirps in eine zweite Amtszeit startet. Und Verlässlichkeit natürlich auch darin, dass das, was man verspricht, in der Politik und in einem Koalitionsvertrag vereinbart, dass das auch umgesetzt wird. Wenn aber diese Verlässlichkeit besteht, und ich habe ja oft genug betont, das Wort Strukturreform taucht bei uns nicht auf, es sei denn, die Hochschulen streben sie selbst an, die Strukturreform. Davor bin ich nicht gefeit, wenn man natürlich meint, die Fragen der Lehrerbildung doch mal intensiv diskutieren zu wollen. Dann müssen wir damit rechnen, dass wir das Fass wieder aufmachen, was doch eigentlich, und das finde ich jetzt übrigens ganz befriedigend, was wir doch eigentlich vernünftig geschlossen haben. Also, wenn wir so eine Verlässlichkeit garantieren, dann gibt es berechtigte Erwartungen der Politik und der Gesellschaft an Hochschulen. Und zu diesen berechtigten Erwartungen zählt tatsächlich auch, sich ins gesellschaftliche Leben einzubringen, auch den Wissenschafts-, den Wirtschaftstransfer zu leisten, auch dafür zu sorgen, dass junge Menschen, die sich hier während des Studiums wohlfühlen, vielleicht auch ihre berufliche Tätigkeit hier ausüben. Wir haben da eine gemeinsame Verantwortung und insoweit sehen sich die Rektoren und der Minister Seit an Seit. Und insoweit freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit, auf die Zusammenarbeit mit diesem Rektorat, mit Prorektor Sackmann, mit Prorektor Schubert, Kanzler Dr. Müller und insbesondere natürlich auch mit dem wiedergewählten Rektor Jörg Kirps, dem ich herzlich gratuliere und deshalb jetzt ganz ohne Insignien ins Amt einführe. Vielen Dank. Bevor ich Sie jetzt eine Etage höher zum Sektempfang mit ein paar Häppchen, wie man so schön sagt, bitte, möchte ich aber die Gelegenheit nutzen, um mich bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, die diese Veranstaltung organisiert und das unmöglich gemacht haben, bedanken. Vielen, vielen Dank für die tolle Organisation und allen voran möchte ich mich ganz herzlich sowohl bei Frau Volk und bei Frau Wahl, die diese Veranstaltung organisiert haben, recht herzlich bedanken, aber auch bei allen anderen, die dazu beigetragen haben. Nochmal Frau Volk, vielen Dank. Applaus
So, liebe Gäste, jetzt darf ich Sie eine Etage höher bitten, dass wir nochmal anstoßen können.